Hallo und herzlich willkommen hier bei Bewusstsein TV. Ich bin Alexandra und ich habe mir heute einen Interviewgast eingeladen, Thomas Ritter. Einige von euch oder viele von euch werden ihn bestimmt kennen. Er fährt regelmäßig nach Indien, Chennai, zu den Palmblatt-Bibliotheken. Und wie ihr schon hier im Hintergrund bei mir seht, geht es heute auch um dieses Thema, um die Palmblatt-Bibliotheken. Und darüber werde ich mit Thomas sprechen. Bleibt also dran, gleich nach dem Intro geht es weiter und ich würde mich natürlich über ein Abo freuen, über einen Daumen hoch, über einen Kommentar von euch. Ist es mir ja auch ganz wichtig zu sehen, wie ihr mein Video findet. Also bleibt dran. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen hier bei Bewusstsein TV. Hier ist wieder die Alexandra und ich habe einen so interessanten Interviewgast, Thomas Ritter. Ich kenne Thomas schon einige Jahre, aber wir haben uns noch nie so von Auge zu Auge gesehen. Aber wir haben schon einige Male telefoniert, aber es ist auch schon sehr, sehr lange her. Ich glaube, wir kennen uns seit 2015, wenn ich mich so zurückerinnern kann. Aber ich habe heute ein spannendes Thema, also für mich ein spannendes Thema. Das sind die Palmblatt-Bibliotheken und Thomas kennt sich da ja super drin aus. Er macht ja auch Reisen nach Indien, Chennai, wenn ich das richtig verstehe. Ich möchte eigentlich viele Sachen, grundlegende Sachen wissen. Wie gesagt, ich bin jemand, der überhaupt keine Ahnung von sowas hat. Ich habe ein Bild generieren lassen, der von der KI, das seht ihr eben hinter mir. Und ich lasse jetzt Thomas mal zu Wort kommen, aber ich möchte gerne erst mal wissen, oder bitte ich dich darum, Thomas, stell dich doch einfach mal nur ganz kurz vor. Viele kennen dich natürlich auch, aber es gibt natürlich auch einige auf der Welt, die dich noch nicht kennen. Dann stell dich kurz vor und dann gehen wir gleich rüber zu dem eigentlichen Interview über die Palmblatt-Bibliotheken. Bitte, Thomas. Ja, hallo Alexandra, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit für dieses Gespräch. Einen ganz lieben Gruß an alle, die uns hier zuschauen. Und ja, du hast recht, also wir hängen ja so gemeinsam auf Facebook so, also so Facebook-Homies hängen wir so gemeinsam ab, ne? Und da gibt es immer mal wieder den einen oder anderen Kontakt, aber du hast vollkommen recht. Das ist das erste Mal, dass wir uns wirklich nach all den Jahren hier persönlich mal zumindest online treffen. Ja, hoffentlich kommt irgendwann auch mal ein persönliches Treffen, also wie sagt man so schön, im Real Life zu starten. Dann, ne, dass wir uns da mal offline sehen. Ja, Offline. ja, wird sich sicherlich ergeben. Du Ja, bist du hast. herzlich, oder ihr seid, Sabine, ist Ja, herzlich, mein. seid herzlich nach Dänemark eingeladen, weil wir sind ja hier in Dänemark. Dänemark ist eines der Länder, wo wir sehr gern unterwegs sind. Wir hatten ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen, wo wir uns die letzten Jahre alles rumgetrieben haben. Also ich denke, da wird sich auf jeden Fall eine Möglichkeit finden. Ja, Und wenn ihr sehr mal gerne. nach Dresden kommt, so mal im Genau. historischen Zentrum von Dresden sein wollt, na, dann seid ihr bei uns natürlich auch ganz herzlich willkommen. Aber jetzt mal zum Thema die Palmblatt-Bibliotheken. Du hast recht, ich beschäftige mich jetzt seit über 30 Jahren. Oh. Beschäftige ich mich mit dem Thema. Ich war im August 1993 zum ersten Mal in Indien in einer Palmblatt-Bibliothek. Da habe ich meine erste Lesung bekommen. Und für all jene von denen, die uns hier zuschauen, sagen, Palmblatt-Bibliothek, was ist denn das? Da sind so komische Wedel auf dem Bild und so. Ja, die Palmblatt-Bibliotheken, es sind ein spezifisches Phänomen, was wir in gesamt Südostasien finden. Jetzt nicht nur in Indien. In Indien ist es am bekanntesten, aber solche Archive gibt es auch in den Nachbarländern, also in Sri Lanka, in Myanmar, in Kambodscha, in Malaysia und sogar in Indonesien. Auf Bali gibt es ebenfalls Palmblatt-Bibliotheken. Was ist jetzt eine solche Bibliothek? Es sind Archive, die seit sehr, sehr langer Zeit existieren und sie sollen in ihrem Ursprung auf eine Gruppe von Wesen zurückgehen, die man heute noch in Indien, aber auch in den angrenzenden Ländern, wie zum Beispiel Myanmar, aber auch auf Sri Lanka als Kulturbringer des alten Indien verehrt. Das sind die sogenannten sieben heiligen Rishis, die Saptarishis, wie man in Indien sagt. Und die, wie gesagt, gelten als die Kulturbringer. Sie haben den Menschen der Induskulturen, der alten Harappa-Kulturen, das vermittelt, was man braucht an Handwerkszeug, um die Hochkultur zu errichten. Also
die Landwirtschaft gelehrt, sie haben in Architektur gelehrt, den Bau von Straßen, von Verbindungen, wie man eine Gesellschaft organisiert. All das geht nach den Legenden auf die Rishis zurück. Aber die hatten noch weitere Fähigkeiten. Es heißt, sie seien auch sehr spirituell begabt gewesen und sie hätten die Möglichkeit gehabt, im Weltgedächtnis oder in der Akasha-Chronik zu lesen. Wenn man jetzt diesen Begriff zum ersten Mal hört, kann man sich sicherlich relativ wenig darunter vorstellen. Vielleicht als Erklärung, das Weltgedächtnis oder die Akasha-Chronik kann man sich vorstellen als ein Kontinuum, vergleichbar mit, wenn man mal die Computersprache benutzt, mit der Cloud-Technologie. Also es ist ein Kontinuum, in dem all das gespeichert ist, was in unserem Universum passiert. Und zwar das, was für uns schon in der Vergangenheit liegt, das, was gerade passiert, aber auch das, was aus unserer Sicht noch in ferner Zukunft liegt. Das ist all dort in dieser Akasha-Chronik, in diesem Weltgedächtnis abgespeichert. Das Einzige, was es dort nicht gibt, ist das, was wir als Zeit empfinden. Dort ist alles gleichzeitig da, da ist alles schon vorhanden, alles, was jemals in diesem Universum irgendwie geschah, geschieht oder geschehen wird, das ist dort vorhanden. Und jeder, das will ich jetzt vielleicht kurz einfügen, jeder, der sich mit Zukunftsdeutung beschäftigt, also sei es jetzt durch die Astrologie, sei es durch die Numerologie, das Kartenlegen, aus dem Kaffeesatz lesen, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, das ist auch eine Methode. Oder ob ich jetzt in die Kristallkugel schaue, egal, ob ich etwas channele, ne, als Medium arbeite. Jeder von diesen begabten Menschen hat seinen eigenen speziellen Zugang in die Akasha-Chronik. Ob das jetzt ein Nostradamus gewesen ist, ob das ein Erlenmeyer war, ein Waldviertler oder wie sie alle heißen, die uns ihre Vorhersagen hinterlassen haben. Die Leute hatten alle ihren ganz persönlichen Zugang zu diesem Weltgedächtnis. Bei Jetzt mir ist ist aber es zum Beispiel über die Wahrträume oder Prophetieträume. Also ich habe ja da den Zugang eben über die Träume. Das habe ich ja auch jetzt recherchiert über das letzte Mal. Habe ich ja auch Propheten oder Prophetie von der Antike bis heute. Man sieht darin auch, dass viele eben den Zugang über die Träume dann eben in diese, ich sag mal, Akasha-Chronik oder dieses Bewusstsein Weltgedächtnis, da ja. finden. Oder Ne? Bewusstseinsfeld, wie man es jetzt auch immer nennen Genau. will, ja. Aber Ja. das ist genau, siehst du, wenn das bei dir und sicherlich auch bei vielen anderen eben über Visionen, über Träume, es läuft über Bilder. Für viele Ja. läuft es über Bilder. Ja. Und das ist natürlich die große Schwierigkeit. Wenn ich da etwas sehe, da läuft wie ein Film ab, irgendwie bewegte Bilder, und dann ist für mich die große Schwierigkeit, das in den Kontext zu bringen, Ja. das einzuordnen. Was meint es eigentlich, das, was ich da sehe? Und dort, denke ich, ist auch das große Thema, was wir mit so ja auch globalen Vorhersagen haben, wenn wir jetzt immer wieder auf europäische Prophezeiung gestoßen werden, ja, Dritter Weltkrieg und Atomkrieg und alles furchtbar und schlimm. Das ist eben etwas speziell von Menschen hier aus Europa. Ich beschäftige mich eben durch meine Reisen, durch meine ganze Arbeit, viel auch mit außereuropäischen Quellen. Also auch, man könnte natürlich sagen, der Sina von Rendsburg, na, der Burenprophet, ist ja auch eine außereuropäische Quelle. Er hat ja in Südafrika gelebt. Aber er war ja auch christlich geprägt, also letztlich von der europäischen Kultur geprägt. Und so muss man dann auch seine Vorhersagen mit einordnen. Aber ich meine jetzt Vorhersagen, die aus anderen Kulturen stammen. Meinetwegen die Jaja-Baja-Prophezeiung aus Sri Lanka, Indonesien. Oder bestimmte Vorhersagen aus Sri Lanka. Die Palmblatt-Bibliotheken in Indien. Und dort ist das eben so, dass diese außereuropäischen Quellen zum Beispiel solche schrecklichen Vorhersagen wie Dritter Weltkrieg oder atomarer Vernichtung eben nicht kennen. Und da denke ich, muss man auch eben sehen, derjenige, der in diese Akasha-Chronik blicken kann, also du durch die Träume, andere eben durch Visionen, jeder von uns, das ist jetzt überhaupt nicht wertend gemeint, sondern das ist einfach so, jeder von uns hat seine Filter, seine Brille, ne, die man trägt. Und diese Filter, die resultieren aus der eigenen Lebenserfahrung. Und wenn ich jetzt in einer Zeit geboren und sozialisiert bin, wo es Krieg gegeben hat, und damit spiele ich ganz konkret auf Irmeier an, ja, der hat zwei Weltkriege mehr oder weniger miterlebt. Und dann sehe ich bestimmte Dinge von gravierenden Veränderungen, die passieren können. Dann neige ich natürlich aufgrund meiner Erfahrungen dazu, bewusst oder unbewusst, das in diesen Kontext, den ich bereits erlebt habe, zu bringen. Und dann ist der Schritt zum
Dritten Weltkrieg natürlich relativ gering. Ja, Ja. der Chacha Bacha, der Herrscher von Java, also im 13. Jahrhundert, der hatte diese Erfahrung nicht und der hat es ganz anders beschrieben. Wer mal auf diese Vorhersagen zugreifen will, wir werden es unten verlinken mit in der Videobeschreibung. Einfach mal schauen. Der hat, finde ich, unwahrscheinlich interessante Aussagen über unsere jetzige Zeit, aber auch über die Zukunft hinterlassen. Und der hat es ganz anders geschrieben. Also das muss man eben sehen, dass jeder seine eigenen Filter hat. Und jetzt zurück zu den Rishis, den Schöpfern der Palmer-Bibliotheken. Die hatten offensichtlich einen sehr klaren Kanal in dieser Akasha-Chronik. Die konnten also schon einschätzen, was sie da gesehen haben. Und sie haben diese Gaben, diese Fähigkeiten genutzt, um die Zukunft von mehreren Millionen Menschen, von denen die meisten zu ihrer Zeit noch gar nicht geboren waren, zu beschreiben. Jetzt könnte man sich fragen, warum haben die sich diese Arbeit gemacht? Die Rishis haben vor circa, das sind so basierend diese Einschätzung auf den Überlieferungen, vor circa 7000 Jahren hier gelebt. Und nach den indischen Überlieferungen war das am Ende eines anderen Zeitalters. Die Hindus, die rechnen in Yugas, so nennt man das. Die Maya, Leute, die in Mittelamerika, die rechnen in Sonnen. Kann man vergleichen, ne, dieses zyklische Weltbild. Und ein Yuga hat einen bestimmten Ablauf und im Hinduismus ist es so, dass man die Yugas absteigend konstruiert, also beginnend mit dem Satya-Yuga, also dem goldenen Zeitalter, wo also die Götter auf Erden wandelten, wo die Menschen sozusagen auch den Göttern gleich waren, finden wir ja auch in unseren eigenen Überlieferungen. In der Bibel steht ja, dass Gott die Menschen nach seinem Abbild geschaffen haben soll. Ja? Also, und diese Gottesgleichheit, die finden wir auch bei den alten Griechen. Wenn wir uns mit Atlantis beschäftigen, schreibt ja Platon, dass die Atlanter ja eigentlich die Söhne von Poseidon gewesen sind, also einem der griechischen Götter, und dass sie eigentlich ihm gleich waren. Nur haben sie es im Verlauf der Zeit vergessen, sind dann zu sehr menschlich geworden und dann wurden sie halt von den Göttern bestraft. Andere Geschichte. Aber in diesem vorangegangenen Weltzeitalter wandelten sozusagen die Rishis noch unter den Menschen und man nennt das in Indien das bronzene Zeitalter. Und dass die Rishis dann Informationen über das nachfolgende Yuga, also unser jetziges Weltzeitalter, hinterlassen haben, ist sozusagen der Kompass, den sie uns an die Hand geben wollten. Ja, dass wir also in diesem jetzt materialistischsten aller Zeitalter, so will ich das mal nennen, in Indien nennt man es das Kali-Yuga, man übersetzt es immer mit dem eisernen Zeitalter. Es gibt aber einen schöneren, aus meiner Sicht passenden Aphorismus dazu. Manche Hindus sagen, es ist das Zeitalter des Streites und der Heuchelei. Ja, passt eigentlich ganz gut auf die aktuelle Ja. Situation. Und um sich in dieser Welt der Materie und in diesen Verwirrungen zurechtzufinden, haben die Rishis halt eben den Menschen die Palmblatt-Bibliotheken hinterlassen, weil sie da gesehen haben in der Akasha-Chronik, dass es bestimmte Leute gibt, die zu bestimmten Zeiten in ihren ganz konkreten Leben, in ihren ganz konkreten Inkarnationen solche Informationen benötigen für ihre weitere Entwicklung, aber nicht nur für ihre eigene Entwicklung, sondern weil sie auch der Welt damit was zu geben haben, also der Gemeinschaft, ihren Mitmenschen, dort etwas bewegen können. Und das ist der Grund, so überliefert man es jedenfalls im Hinduismus, dass die Rishis sich damals hingesetzt haben und diese Schicksale der Menschen aufgezeichnet haben. Zunächst nicht auf diesen Palmblättern, sondern auf sehr dauerhaften Material. Also man spricht von steinernen Tafeln, Tafeln aus Edelmetall, den sogenannten auch Panchalohas, das sind die fünf heiligen Metalle. Das ist so eine Folie, die kann man zusammenrollen, die hat so einen Memory-Effekt. Diese Urbibliothek, das habe ich bei meiner Arbeit inzwischen auch herausgefunden, die gibt es noch. Die wird in einem Tempel in Südindien, in der Stadt Kanchipuram, wird die aufbewahrt, aber aufgrund ihres hohen Wertes, also ein Großteil besteht eben aus Edelmetall, die sind natürlich nicht öffentlich zugänglich. Man nutzt sie nicht, sondern sie ist also wirklich nur das Urarchiv. Von dieser Urschrift hat man Abschriften angefertigt. Und zwar auf dem damals üblichen Schreibmaterial, nämlich den getrockneten und entsprechend präparierten Blättern der Lontarpalme. Das hört sich jetzt erstmal ganz einfach an, ist es nicht. Diese Blätter müssen zu einer bestimmten Zeit geerntet werden. Das erinnert ein bisschen so an den ägyptischen Papyrus. Oder wenn wir hier bei uns im deutschen Raum bleiben wollen, du lebst in Dänemark, im nordischen Raum oben zwischen Ostsee und Nordsee, du kennst die Rieddächer. Wenn man Ja, Ried für das Dach ja, schneidet, kann man nicht immer machen, sondern da gibt es bestimmte Zeiten, wo man das ja. machen kann. Ansonsten funktioniert es nicht, da verdirbt es. Und genauso ist das bei den Palmblättern. Man muss die zu einer bestimmten Jahreszeit schneiden, dann muss man sie reinigen, man muss sie waschen, die werden teilweise sogar gekocht, dann werden sie wieder gepresst und getrocknet. Also es ist ein komplizierter Prozess und der dauert bis zu 10 Monate, also Minimum 8 Monate, maximal 10 Monate, bevor sie überhaupt bereit sind, beschrieben zu werden.
Und das Beschreiben der Blätter funktioniert dann natürlich von Hand, aber eben nicht mit Bleistift oder Füllfederhalter, sondern man hat einen Griffel, ja, und da graviert man die Schriftzeichen in dieses Material, in dieses Blatt sozusagen hinein. Der zweite Schritt ist die Verwendung von einer Art Tusche, die besteht ebenfalls aus organischen Materialien und damit bestreicht man das Blatt und die setzt sich natürlich ab in diesen Vertiefungen, diese Tusche. Damit wird die Schrift sichtbar. Und im dritten Arbeitsschritt nutze ich dann ätherische Öle, also zum Beispiel das Öl des Nienbaums oder Zitronellaöl und versiegle damit dieses Blatt. Hat den Hintergrund, dass es dadurch gegen dieses tropische, feuchtheiße Klima resistent wird und natürlich auch mit dieser Art der Behandlung, der Konservierung wird Insektenfraß vorgebeugt. Wenn ich ein Blatt so behandelt habe, dann bestehen gute Chancen, dass es so zwischen 500 und 800 Jahre überdauert. Ich Oh. muss es allerdings pflegen. Ich muss es auch entsprechend lagern, also entsprechend trocken, möglichst weit weg von irgendwelchen Insekten, die sich daran laben wollen. Und ich muss es auch immer mal wieder mit diesen ätherischen Ölen sozusagen aufpolieren. Aber es kann bis zu 800 Jahre halten, also sehr dauerhaft, sehr effizient. Und dann muss ich es aber irgendwann mal abschreiben. Und diese Kunst der Überlieferung des Wissens, die existierte in Indien oder auch im heutigen Myanmar, also hinter Indien, existierte das eigentlich ganz gut bis Ende des 19. Jahrhunderts. Aber durch die Kolonialherrschaft der Engländer ist natürlich auch der Buchdruck dort weit verbreitet worden und das Palmblatt beschreiben und das Palmblatt lesen ist heute eine aussterbende Kunst. Das muss man einfach so sagen. Es gibt viele Manuskripte, die in Bibliotheken aufbewahrt werden, die auch wissenschaftlich zugänglich sind, wo man aber davon ausgeht, dass die nicht wieder abgeschrieben werden können. Lebendig Was ist ist diese das für eine Kunst. Sprache? Ja, das ist ganz interessant, der Einwurf, ja. Es ist nicht nur eine. In Indien haben wir ungefähr 280 anerkannte Schriftsprachen und bis zu 800 anerkannte Dialekte. Das heißt also, diese Palmblattmanuskripte, je nach dem Ort, wo sie geschrieben worden sind, sind entweder in ja, Sanskrit, das ist dann eher im Norden Indiens, in Gujarati, das ist so die Gegend um das heutige Mumbai, also Bombay, in Oriya, also das wäre in Orissa heute, in Alt-Tamil, das ist im Süden unten in der dravidischen Sprachgruppe, oder in Telugu, in Urdu, in Kaschmiri, also je nachdem, wo sie geschrieben worden Ui. sind, in diesen Sprachen sind sie abgefasst. Und ich habe natürlich durch meine Arbeit mich auch mit diesen Manuskripten beschäftigt, habe von Privatsammlern dort Manuskripte diversen Inhalts erworben, also jetzt nicht nur Zukunftsvorhersagen, sondern auch viel technische Literatur, wo es um die Vimanas geht, viel über die Legenden, die Sagen des alten Indiens, über die Medizin, also die Ayurveda. Und da gibt es einige Texte, die sich in meinem Besitz befinden, wo selbst die Kollegen einer Universität von Tanjore, die also sehr breit aufgestellt ist, was die Sprachwissenschaften betrifft, sagen, ja, Herr Ritter, wir können Ihnen sagen, was es alles nicht ist, wir können aber auch nicht sagen, was es für eine Sprache ist. Also solche Sprachen Interessant. sterben auch aus. Das ist leider Gottes so. Und wir haben auch in Bali einen ähnlichen Trend, also dass die Herstellung und das Schreiben und das Lesen dieser alten Texte von immer weniger Leuten beherrscht wird, weil gerade diese Vorhersagetexte, die Prophezeiungstexte in den Palmblatt-Bibliotheken sind in Sprachen verfasst, Sanskrit oder eben Alt-Tamil, die heute nicht mehr gesprochen werden. Also Alt-Tamil kann jeder von uns, unseren Zuschauern hier vergleichen mit Altgriechisch oder Latein. Liebe Leute, wenn ihr in Griechenland in Urlaub seid, ne, seid irgendwo auf Mykonos oder auf Kreta, und dann fragt mal eure griechischen Gastgeber, ob ihr euch eine altgriechische Inschrift übersetzen könnt. Da würde im besten Fall mit den Schultern zucken. Oder fragt mal einen Italiener, wenn er, also falls er nicht gerade ein studierter Professor da in Rom ist, aber fragt mal irgendeinen in Abruzzen, ob er euch eine alte römische Inschrift, ne, so eine alt-lateinische Inschrift übersetzen kann. Ich wette, die Kollegen werden daran scheitern. Ja? Also das sind tote Sprachen und genauso kann man das vergleichen mit Alt-Tamil und Sanskrit. Das sind also nur noch wenige Experten, dazu gehören natürlich die Palmblattleser, die das überhaupt beherrschen. Und man kann heute bei den Palmblattlesungen also auch sich so vorstellen, dass die Leser zunächst einmal den Originaltext vortragen, natürlich für ihre Landsleute, aber die Landsleute Ja, verstehen das da wollte nicht, ich mal ja? kurz noch was zwischen einwerfen, weil ich gucke immer deine Vorhersagen auch mit den zwei Freunden. Das sind ja mittlerweile Freunde ja auch von dir. Der eine übersetzt das ja, der macht das ja in einer, ich sag mal, meditativen Stimme, wo er sich ja erst, ich sag mal, durch, ich sag da einfach jetzt mal Gesänge dazu, Ja, sich da richtig. einstimmt.
Und ist das praktisch diese Originalschrift, Richtig. die er dann vorträgt, der der Kollege dann in Englisch übersetzt, oder wie ist das? Genau, das wäre jetzt das Beispiel, was sich auch jeder anschauen kann, ja, bei diesen Prognosen, die, also die Updates, die wir da halt machen, die Kollegen aus dieser Bibliothek in Chennai, du hast vollkommen recht, ich gehöre da wirklich zur Familie. Ich hatte dort meine erste Lesung 1994, habe mit dem Vater des heutigen Lesers bis zu seinem Tod 2019 zusammengearbeitet, jetzt mit dem aktuellen Leser. Und da siehst du es wirklich schön. Er liest diesen alttamilischen Text vor und du hast recht. Es ist ein rhythmischer Sprechgesang. Hängt mit der Struktur des Textes zusammen. Diese Vorhersagetexte sind nämlich in einer Art Reimform geschrieben. Nicht, weil das den Rishis so gefallen hat, sondern weil da eine Art Matrix dahinter steht, die dafür sorgt, dass diese Texte möglichst fehlerfrei überliefert werden über diese langen, langen Zeiträume hinweg. Wenn wir nämlich mal in unsere mittelalterlichen Schriften schauen, wie die Mönche die Bibel abgeschrieben haben oder bestimmte andere heilige Texte, da war auch sehr viel Zeitgeist dabei. Na, da hat man das immer mal wieder angepasst zu dem, wie es gerade eben gebraucht wurde. Und das wollte die Regis verhindern. Also die wollten nicht stille Post spielen, sondern die Informationen, die sie dort den Menschen geben wollten, die sollten auch Jahrhunderte oder Jahrtausende später unverfälscht ankommen. Und dafür haben sie diese Reimform benutzt, weil wenn ich dieses Blatt abschreibe, und darum geht es ja, dass das überliefert werden muss, auch wenn auch nur in großen Abständen, aber ich muss es abschreiben, und ich mache jetzt meinetwegen in Zeile 3 einen Fehler. Na, ich schreibe da irgendwas Falsches oder ich hab, dann bin ich aufmerksam gewesen, dann klappt der Rhythmus in Zeile 4 schon nicht mehr. Das heißt, ich merke, oh, hier ist irgendwas, was nicht passt. Und dann muss ich natürlich den Fehler korrigieren. Und erst wenn der korrigiert ist, dann geht das Ganze wieder auf. Das ist der Hintergrund, warum das in so einem rhythmischen Sprechgesang vorgetragen wird. Das ist wirklich Alt-Tamil. Bei unserem Leser aus Chennai haben wir natürlich noch eine spezielle Form des Nadi-Readings. Er praktiziert Jivanadi. Jivanadi ist eine wirklich besondere Form des Palmblattlesens, denn im Prinzip kann jeder, der sich dafür interessiert, das Lesen der Palmblattmanuskripte lernen. Also man muss sich mit dieser Sprache beschäftigen. Also liebe Zuschauer, wer das mag, es gibt auch in Deutschland Studiengänge für Alt-Tamil. Aber bitte lassen Sie sich nicht abschrecken. Die Mindeststudiendauer, also der Grundkurs, sind 24 Semester, ja, also 12 Jahre, dann haben wir die Grundlagen und dann fangen wir erst mal richtig an. Ne? Da haben wir noch nicht das Palmblatt gelesen, sondern da haben wir erst mal die Grundlagen verstanden. Also es ist schon etwas aufwendig, aber man kann es im Prinzip lernen. Nur beim Jivanadi ist es noch ein bisschen anders. Dort liest der Leser tatsächlich den Text auf dem Palmblatt vor. Aber, und da kommen wir wieder in den Bereich der Legenden und der Überlieferungen, im alten Indien und auch heute sagt man noch, die Hindus gehen davon aus, dass die Rishis nach wie vor existent sind. Die sind jetzt nicht hier in der menschlichen Welt da, sondern es gibt ja diese Überlieferungen von solchen mythischen Reichen wie Shambhala oder Agartha. Und dort in diese reinen Länder heißt es, hätten sich die Rishis zu Beginn des jetzigen Weltzeitalters, also des Kali Yuga, zurückgezogen. Sie sind aber in der Lage, jederzeit zumindest energetisch in unserer Welt präsent zu sein. Und das ist auch der Hintergrund des Jivanadi. Das heißt, der Leser trägt schon den Text auf dem Palmblatt vor, aber in dem Moment, wo er liest, spricht der jeweilige Rishi, in dem Fall der Rishi Agastya, der Schriftgelehrte der Rishis, durch ihn Aber wie zu ein den Channeling Anwesenden. sozusagen, ne? Das sieht dann so aus wie ein Channeling. Na, das sagt er da, der Rishi selber lässt sich nicht nehmen, also den alten Text selber vorzutragen. Wenn der Leser dann diesen alten Text seinem Bruder, dem Übersetzer, ins heutige umgangssprachliche Tamil überträgt, dann ist er wieder er selber. Na, das sieht man, wenn man da mal hinschaut bei diesen, bei den Prognosen, sieht man es wirklich, dass da auch eine Wesenveränderung stattfindet. Und derjenige, der, wie gesagt, den alten Text liest, das ist der Überlieferung zufolge Rishi Agastya selbst. Na, das ist das Spannende an der ganzen Geschichte. Man muss also den alten Text erstmal in das heutige umgangssprachliche Tamil meinetwegen übersetzen, dann halt ins Englische und für diejenigen, die eben das Englische nicht so mächtig sind, da bin ich halt dabei und übersetze das ins Deutsche. Das machen wir dort in Indien genauso, bei den Reisen, das machen wir bei den Online-Lesungen auch so. So läuft das ungefähr ab. Und man zeichnet natürlich die Sitzung auf, ganz klar, dass man im Anschluss dann auch die eigenen Informationen dort bekommt. So kann man das sich vorstellen. Und eine Lesung im individuellen Bereich. Wir haben jetzt, also öffentlich sind ja die Updates nur zugänglich, also diese Vorhersagen für so globale Ereignisse oder mehr bei uns für Europa vor allen Dingen, für den deutschsprachigen Raum. Im
privaten Bereich ist es dann so, dass so ein Kapitel aus 12 oder beziehungsweise eine Lesung aus 12 Kapiteln besteht. Das beginnt mit einer aktuellen, sagen wir mal, Situationsbeschreibung. Also was hat mich jetzt hierher gebracht? Ne? Wie ist meine aktuelle Situation? Wie ist es die letzten 2, 3 Jahre gelaufen? Warum bin ich jetzt hier? Was erwarte ich mir sozusagen von der Lesung? Wie wird es die nächsten 1,5, 2 Jahre losgehen? Und das ist das erste Kapitel. Und dann geht es eben um die Herkunft, also was hat mich sozusagen zu der Persönlichkeit gemacht, die ich jetzt bin. Da geht es dann um die Vergangenheit. Da wird also beschrieben, welche Ereignisse in Kindheit und Jugend und im vergangenen Leben mich halt geprägt haben und mich zu der Persönlichkeit gemacht haben, die ich jetzt bin. Das ist auch das Kapitel, wo man recht leicht überprüfen kann, ob es tatsächlich das eigene Palmblatt ist oder ob da irgendwelche Märchen erzählt. Natürlich, meistens ist es das eigene Palmblatt, ne, wenn man nicht auf jemanden reingefallen ist, der einem nur ein Darf ich noch vedisches mal Muskel. kurz was zwischen einwerfen? Gern. Ich habe mal von dir gehört oder gelesen, das ist ja auch schon ewig her, dass es auch die Möglichkeit gibt, wenn ich jetzt eine persönliche Lesung will, ne, es auch sein kann, dass ich die nicht bekomme, weil entweder ich noch nicht dafür bereit bin oder sowas, also in diese Richtung. Stimmt das dann? Kann Also. passieren, kann passieren. Muss dazu allerdings sagen, bei unseren Reisen, die ich ja seit 1996 mache und mit der jetzigen Firma seit 2000 und mit den Online-Lesungen, die wir jetzt seit der Corona-Zeit anbieten, haben wir diese Erfahrung nicht gehabt. Also es hat bisher immer funktioniert. Aber ich weiß es aus dem Netz, ich weiß es aus Beschreibungen auch von Leuten, die dort gewesen sind, dass sagen, nee, ich habe das nicht gekriegt. Kann zum einen, aber das ist, denke ich, ein geringer Prozentsatz von Leuten so sein, dass man wirklich zu zeitig da war, dass bestimmte Informationen eben noch nicht zugänglich sind. Für die meisten ist es aber ein bisschen anders. Also wenn ich jetzt mit, ich sag mal so, rudimentären Englischsprachkenntnissen aufschlage in einer solchen Bibliothek, von der eigentlichen Kultur, also dem Hinduismus und das, was den Hinduismus prägt, relativ wenig oder sprich gar keine Ahnung habe, vielleicht auch gar nicht bereit bin, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich ja wissen will, wie es bei mir weitergeht. Und wenn ich dann auch noch am Übersetzer spare und statt im wirklichen fachlich guten Übersetzer einfach meinen Rikscha-Fahrer mit reinnehme, der vielleicht 30 Vokabeln Englisch kann, dann wird der Rikscha-Fahrer natürlich in der jeweiligen Sprache, egal ob jetzt Tamil oder Urdu oder Kanada, was auch immer, wird er dem Leser sagen, du hier, der Kollege, der denkt, ich mache ja jetzt Übersetzung, das wird eine Katastrophe, das geht schief, das geht dann, ne? Hast du eine Idee, wie wir aus der Nummer hier wieder rauskommen? Und dann sagt der Leser, du lass das mal meine Sorge sein. Ich erkläre dem Kollegen das schon. Ne, also mit der Autorität der Palmblatt-Bibliothek kann ich dann sagen, also der Saturn steht heute schief und Ganesha hat auch keine Zeit. Also komm mal bitte in 4 Wochen wieder, dann ist das Blatt auch wieder für dich bereit. Wohl wissen, dass der Tourist natürlich die Zeit nicht hat. Ne? Das liegt dann meistens an einem selber. Ne? Dass man, also wenn man mit, ich sag mal, knappem Budget, knapper Zeit und ja, nicht wirklich vorbereitet kommt, ist die Chance da, dass es halt nicht funktioniert. Ne? Und dann sollte man eben sich überlegen, was vielleicht nicht so gelaufen ist. Und sollte man in einer anderen Bibliothek oder später in der Bibliothek doch mal einen erneuten Versuch wagen. Das ist typisch indisch. Jetzt können Sie sagen, ja, die lügen dich doch da an. Nein, das ist das Gesicht wahren. Man kommt aus einer solchen Situation heraus, ohne dass es irgendwie ärgerlich wird. Und liebe Leute, wenn ihr selber in Indien unterwegs seid, das vielleicht hier angemerkt, ich habe kein Monopol auf dieses Wissen. Und ich erwarte auch nicht, dass irgendjemand von unseren Zuschauern jetzt sagt, ah, ich muss unbedingt die Reise beim Ritter buchen oder das Online. Nein, wenn ihr der Typ seid, dass ich gehe lieber selber dahin und ich gucke es mir lieber selber an, ganz authentisch, meldet euch auch gerne. Ja, wir geben auch Informationen über die Bibliotheken und Adressen und Kontaktdaten gern weiter. Ist kein Problem. Aber wenn ihr in Indien seid, kleiner Hinweis, auch bei den Transportmitteln, ne, bei den Beförderungsmitteln. Fragt bitte nie, fährt dieser Zug oder fährt dieser Bus nach Bangalore, Kalkutta, Bombay, wo auch immer ihr hinwollt. Fragt das bitte nie so, weil der Bus oder der Zug fährt immer dahin. Auch wenn ihr in Delhi oder in Mangalore oder irgendwo am Himalaya aussteigt am Ende. Ne? Das ist auch die Höflichkeit. Also nie Entscheidungsfragen stellen, weil die Entscheidung fällt immer zu euren Gunsten, auch wenn sie natürlich falsch ist. Sondern stell die Frage so,
Wohin fährt dieser Bus? Wohin fährt dieser Zug? Dann wird euer Gegenüber euch die entsprechende Auskunft geben. Wenn er es jetzt nicht weiß, wird er jemanden dazu holen, der es weiß. Und dann kriegt er die richtige Information. Also keine Entscheidungsfragen, das geht schief, habe ich selber am Anfang auch erlebt. Ja, also man zahlt Lehrgeld und das kann man sich auch ersparen. Ja, von der Seite her, Super bloß als Tipp. Info. Ja, danke. Nicht, dass unsere Zuschauer und Zuhörer nachher irgendwo dann da landen, wo sie vielleicht gar nicht landen Dass wollen. irgendwie ein Varanasi stranden da am Gang ist, also das muss nicht sein, ne? Oder sonst irgendwo, nee, oder möglichst gar im indisch-pakistanischen Grenzgebiet, das wäre nicht so schön, ne? Also das muss man nicht haben. Nee, von der Seite her, das ist halt wirklich die Ja, Mentalität, das ist die ja. Kultur, die man mit berücksichtigen muss, ja? Und natürlich wird das strahlt natürlich auf die Lesung aus. Ich hatte ja gesagt, es gibt verschiedene Kapitel und die decken natürlich die gesamte Bandbreite der menschlichen Existenz ab. Da geht es um wirklich sämtliche Belange, die im menschlichen Leben eine Rolle spielen. Ob es die Gesundheit ist, ob es der Beruf ist, die Berufung, Lebensmittelpunkt, Partnerschaften, Kinder, das Verhältnis zur Herkunftsfamilie und so weiter. All das wird in den einzelnen Kapiteln beleuchtet und natürlich ist es so, dass je nachdem, in welcher Bibliothek man sich befindet, je nachdem, sag mal, welchen Kontext auch der Leser, welchen kulturellen Hintergrund er hat, ob das jetzt eher in einer sehr ländlich, agrarisch geprägten Gegend ist oder ob das eher eine Großstadt ist, welchen Bildungsabschluss der jeweilige Leser hat. Dort hat man natürlich auch einen kulturellen Einfluss. Dort hat man auch diese Filter, von denen ich gesprochen habe. Und es ist natürlich so, dass es auch in Indien erlaubt ist, sich offiziell zu trennen, also sich scheiden zu lassen. Aber gesellschaftlich ist es immer noch ein Makel, so wie es bei uns bis in die 70er Jahre ein Makel gewesen ist, wenn man sich scheiden ließ. Deswegen kann es eben gerade im Kapitel in Bezug auf Partnerschaft heißen, ja, mit meiner Partnerin gibt es vielleicht Probleme, aber ihr müsst beide rücksichtsvoll sein und dann werdet ihr auch zusammenbleiben. Wenn so eine Situation oder so eine Beschreibung fällt, dann kann man davon ausgehen, ja, in Indien wird das so sein. In unserer Kultur besteht dann aber eher auch die Möglichkeit, dass sich die Wege trennen. Ja, das muss man einfach auch mit einkalkulieren. Also man muss die Informationen, die man bekommt, dann auch etwas wichten in Bezug auf die eigene Lebenssituation. Aber grundsätzlich bekommt man in allen Bibliotheken die gleiche Info. Es sind ja halt die Abschriften von einer und derselben Urschrift. Aber wie ich sagte, es gibt so verschiedene Schwerpunkte, je nachdem, wo der Leser seinen Fokus hinlegt. Manche schauen mehr auf sozusagen das Alltagsleben, also wie entwickle ich mich jetzt beruflich weiter, wo ist mein idealer Lebensmittelpunkt, wie finde ich die passenden Partnerin oder den passenden Partner, wie sieht es familiär aus, wie sieht es finanziell aus, na, also das, was einen so im Alltag bewegt. Es gibt andere Bibliotheken, dort liegt der Schwerpunkt mehr auf den spirituellen Themen, also da wird dann viel über vorangegangene Leben gesprochen, über die Möglichkeit von Moksha, also die Erlösung oder Befreiung vom Rad der Wiedergeburt oder eben über zukünftige Leben, über die Lebensaufgabe, also den Sinn unseres Lebens, warum wir jetzt hier sind, was die Bestimmung ist, wie man das erfüllen kann am besten. Das ist immer eine Frage, welches dieser Themen mehr beleuchtet wird. Das liegt dann am jeweiligen Leser und deswegen spricht auch nichts dagegen, verschiedene Bibliotheken aufzusuchen. Natürlich immer in einem zeitlichen Abstand. Ich würde es nie auf einen derselben Reise anstreben, so in drei oder vier Bibliotheken zu gehen. Das muss nicht sein. Das bringt eher Verwirrung, sondern wenn man eben eine Bibliothek besucht hat und dann merkt, okay, ich hätte gerne noch ein paar weitere Informationen, kann man natürlich wieder eine Reise unternehmen und eine neue Bibliothek besuchen. Ich bin inzwischen jetzt insgesamt in 13 Bibliotheken gewesen, 7 in Indien, andere in Myanmar, in Sri Lanka, in Kambodscha, in Malaysia, in Bali. Meine Frau, also Sabine, die letzten Jahre ist mit mir und sie auch unterwegs gewesen. Die hat es ein bisschen schneller gemacht als ich. Sie war inzwischen hat keine 30 Jahre gebraucht, sondern jetzt bloß die letzten 8, 9 Jahre. Sie war inzwischen auch schon in 7 Bibliotheken. Und wir können also beide sagen, für uns hat man auch immer wieder das Gleiche uns gesagt. Das passt doch alles zusammen. Das ist wie, als würde man ein Bild aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Es ist wie so ein großes Mosaik, was sich dort zusammensetzt. Und es ist sehr hilfreich, ja, weil es geht natürlich um Themen wie Gesundheit, es geht um die Lebensspanne. Also man kann sich schon sagen lassen, wie alt man wird. Aber das Genau, ist so eine da will ich Option. gerade nochmal zu einwerfen. Wie ist es denn? Ich habe mal von jemandem gehört, also ich hatte heute mit einem Bekannten gesprochen, der hat gesagt, ich glaube, Peter Grasser oder so ähnlich hieß der Mann, der gestorben ist, genau. Der hat auch mal was über Palmblattbibliotheken geschrieben, ein Buch.
Und er hat auch ganz klar gesagt gekriegt, wann sein Todeszeitpunkt ist. Ja. Was jetzt nicht eingetroffen ist, aber trotzdem, Ja. man sagt ja immer, dass man mit erstmal mit solchen Vorhersagen natürlich vorsichtig sein soll und auch Angst schürt. Ich kenne das von mir auch, weil durch meine Wahrträume ich auch immer so Prophetieträume hatte für Menschen und ich die auch immer vorwarnen wollte. Was heißt vorwarnen? Ich habe gesagt, pass halt da und da auf. Ich wusste ja, wie es ausgeht durch eben diese Prophetie-Vorhersagen in meinen Träumen. Aber also ich habe natürlich den Menschen Angst gemacht. Das ist klar. Also ich finde es, ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Also kriegt man das generell gesagt oder muss man da oder sagt man dann, nee, ich möchte es nicht wissen. Ja, Also es gibt ein Kapitel, das ist Kapitel Nummer 8, wo es halt um die Lebensspanne geht. Und dort kann man, also der Bibliothek, mit der wir zusammenarbeiten, dort ist es einfach so, dass wir auch den Gästen ganz klar sagen, auch bei den Online-Lesungen, also möchten Sie wissen, wie alt Sie werden? Na, ist das Bedürfnis da? Und okay, wer neugierig ist, muss natürlich mit den Konsequenzen leben. Ich selber bin ein sehr neugieriges Wesen, und mit der weiß Tatsache, es. dass man mir Ja. in verschiedenen, also in den Bibliotheken, die ich besucht habe, konkret gesagt hat, und da gibt es auch wirklich Übereinstimmung, dass jemand gesagt hat, ja, du wirst eben 82 Jahre, 3 Monate und 17 Tage alt, und auf einem interkontinentalen Flug, auf einem Langstreckenflug, schläfst du abends ein und wachst morgens nicht mehr auf. Ja, das ist so meine Aussage. Da habe ich dann gesagt, naja, also Leute, grundsätzlich, mir geht es erstmal um die Einordnung dieses Ereignisses. Das heißt also, ich bin 82 und ich werde noch gebraucht. Weil sie haben gesagt, es ist ein interkontinentaler Flug, es ist dienstlich bedingt, ich bin da unterwegs. Es ist nicht der ADAC-Rettungsflieger, der mich irgendwo in die Klinik schaffen will. Na, es ist wirklich einfach ein interkontinentaler Flug. Es ist ein Nachtflug, ich schlafe da friedlich ein, na, weil manche Leute haben gesagt, ah, das ist ein Flugzeugabsturz. Nein, ich schlafe dort friedlich an Bord ein. Da habe ich mir dann gesagt, naja, gut. Das Problem am nächsten Morgen hat ja die Kabinenbesatzung. Ne? Also nicht ich, das geht Ja, mich ja nichts mehr an. Ne? Und das also, ja. vergammelte Fleisch dürfen die dann rausschaffen. Und 82, ja gut, das ist bei uns in der Familie ein guter Durchschnitt. Also die sind alle so zwischen 78 und irgendwann an Anfang 90, ist mein Großvater sogar 94 geworden. Aber ist ein guter Durchschnitt, und ich bin eher so der Typ, der sagt nicht, gib dem Leben mehr Zeit, sondern gib der Zeit einfach mehr Leben. Na, also mit dem, was dir gegeben ist, arbeite einfach, mach was draus. Ja, also von der Seite her, für mich war das sehr tröstlich, auch in vielen Situationen. Man hat ja nun nicht immer nur das große Blatt und die guten Karten, sondern es wird manchmal auch ein bisschen schwierig, auch manchmal wird es gesundheitlich schwierig. Und wenn man dann aber weiß, nein, das ist jetzt nicht das Ende, das tut jetzt vielleicht weh, das ist vielleicht nicht ganz angenehm, aber in 14 Tagen ist es vorbei und es geht wieder weiter, ist das schon ganz angenehm zu wissen. Es verleiht mehr Entspannung gegenüber den Wechselfällen des Schicksals. Das hat auch dazu beigetragen, für Sabine und mich, dass wir ziemlich gut, also auch psychisch unbeschadet durch die letzten Jahre gekommen sind. Ja, dass es dort nicht diese Probleme gegeben hat, die viele, viele andere hatten. Dass wir also nicht in diese Angst gefallen sind, sondern dass wir eben das Ganze doch sehr stabil abdeckern konnten, diese Wechselfälle des Schicksals. Und jetzt zu wissen, dass ich jetzt noch ungefähr 30 Jahre Zeit habe, ja, mein Gott. Das ist halt so. Nur, ich sage jedem vor der Lesung, liebe Gäste, lauscht in euch hinein. Wollt ihr es wirklich wissen? Wollt ihr wissen, wie alt ihr werdet? Wollt ihr wissen, wie alt eure Angehörigen? Die fragen immer. Na, also, ob man wissen will, wie alt die Eltern werden, oder die Brüder, die Schwestern, ob man das wissen möchte oder eben nicht. Und wenn man sich nicht sicher ist, lasst es bitte offen. Na, macht euch da keinen Stress und lasst es euch bitte offen. Wichtig sind vielleicht auch die so Informationen, wenn gesagt wird, ja, es wird auf jeden Fall ein friedliches Ende sein. Also, du wirst einfach einschlafen. Du hast kein Leiden, du hast keine Schmerzen. Du wirst nicht pflegebedürftig, sondern bis zum Schluss bist du fit. Das reicht doch eigentlich, ne, wenn man nicht genau das wissen will. Und das Beispiel Peter Grasser, ganz interessant, ich habe den Peter gekannt, war ein ganz, ganz lieber Mensch, super Kollege, war in Indien, hat sich das dort sagen lassen, und da gibt es natürlich auch wieder so ganz, ganz Feinheiten. Man hat ihm gesagt, du wirst 77 Jahre alt, kann man sogar in seinem Buch, die Panda-Bibliotheken und andere Schauplätze, interessante Schauplätze dieser Welt, so hieß das wohl, was er mit Kollegen auch geschrieben hat, wo er den Beitrag da drin hatte, kann man nachlesen. Ich glaube, 1992 erschien oder 93, bin mir nicht ganz sicher. Dort steht es drin, und dort hieß es eben, du wirst 77 Jahre, wenn du im 67. Lebensjahr nach Indien gehst. Ich habe mit ihm noch den 66. Geburtstag auf einer AAS-Tagung gefeiert. Er war dort auch Redner, und
Dann hat er ihm dort wohl in Bezug auf die Brandablösung auch gesagt, so zwischen 66 und 67 sollte er speziell auf die Gesundheit achten. Ja, Peter war nie der Gesündeste. Er hat immer wieder mal Schwierigkeiten gehabt, war eben nicht so stabil gebaut wie andere. Und er war eben auch sehr hektisch. Und bei dieser Veranstaltung ist er nach seiner Rede, nach seinem Vortrag, noch bevor das Licht anging, hat er versucht, von der Bühne zu kommen und ist also 2,5 Meter Höhe in den Saal gefallen. Und hat sich dort also ziemlich viel gebrochen, ja, also dass man sich so brechen konnte. War dann lange Zeit in der Klinik und da haben ihm selbst die Ärzte dann in Wien gesagt, also er sollte sich ein Klima suchen, also warm und ein bisschen feucht, dann wird es für ihn gut gehen. Ja? Dann würde das auch passen, weil also hier im europäischen Raum würde er nie wieder ganz schmerzfrei werden. Das war so die Aussage. Und da hat er dann auch gedacht, ja, dann gehst du halt nach Indien und dann kamen, ja, die Freunde, die Bekannten, die Nachbarn, die Verwandten. Aber Peter, mit deiner schlechten Gesundheit und deinen 7 Katzen und du kannst dann in diese fremde Kultur und du verstehst die Sprache nicht. Ja, ist er geblieben und ja, dann irgendwann, dreiviertel Jahr später, ging es zu Ende. Und dann kamen dieselben Leute und sagten, ja, die alte Bibliothek hat ja völligen Quatsch erzählt. Nein, die Feinheit war, du wirst 77, wenn du im Alter oder im 67. Lebensjahr nach Indien gehst. Umkehrschluss, wenn nicht, dann nicht. Ja, also das sind so die Feinheiten, wo man genau hinhören muss. Und deswegen sage ich auch, Sinn und Zweck dieser Angaben, dass man auch im 6. Kapitel zum Beispiel gesagt bekommt, welche gesundheitlichen Risiken bestehen, ob Unfallrisiken bestehen und so weiter. Es ist nie die Intention, einen dort in Angst zu versetzen. Ganz anders, die Hindus sehen das also viel entspannter als bei uns. Sehe oder verfolge so in den letzten Jahrzehnten im deutschsprachigen Raum vor allen Dingen auch immer mehr so eine Zunahme dieser Vollkasko-Mentalität. Man möchte eigentlich alles haben, man möchte alle Bedürfnisse befriedigt haben, aber man möchte nicht die Konsequenzen tragen und man möchte bitteschön auch gegen alle Wechselfälle des Schicksals ganz bequem abgesichert sein, ohne so Eigenverantwortung tragen zu müssen. So funktioniert es aber nicht im Leben. So geht es einfach nicht. Und deswegen, die Hindus sehen es halt anders. Die sehen, dass das Leben voller Wechselfälle ist und die sagen, es ist da interessant. Interessant zu wissen, wann ich eine gute Zeit habe, wenn ich einen guten Lauf habe, wenn ich also geschäftlich expandieren kann, wenn ich richtig Geld verdienen kann, wenn ich die passende Zeit habe, um eine Familie zu gründen, wenn mir das alles gesagt wird, wo die Zeitqualitäten sind, die gut für mich sind, aber genauso, wenn die mir sagen, wenn ich meinen Kopf etwas weiter unten halten muss. Na, wenn es eben nicht Zeit ist, rauszugehen, sondern vielleicht Zeit, sich auf die eigene Gesundheit zu konzentrieren oder auf die Familie oder auf die eigenen Studien, wie auch immer. Diese Beschreibung habe ich selber als sehr hilfreich empfunden. Und für die Hindus ist natürlich der Tod nicht dieses endgültige, diese Zäsur, die wir hier im westlichen Lebensraum haben. Bei uns, sind wir mal ehrlich, wenn jemand mehr oder weniger christlich geprägt ist, egal welche Konfession. Aber da ist doch immer im Hintergrund dann, naja, das endet hier auf der Erde und dann kommt das große Gericht. Und entweder Fegefeuer oder Hölle oder Himmelreich. So, das ist drin. Das sind 2000 Jahre Kulturgeschichte, kriegt man nicht so einfach raus. Und wenn ich jetzt Atheist bin und ich bin in einer Familie groß geworden, die keiner Konfession zugehörig war. Meine Großeltern haben beide im Ersten Weltkrieg den Vater verloren. Die beiden Väter, also sowohl von meiner Großmutter als auch von meinem Großvater, sind im Ersten Weltkrieg geblieben. Und da haben die Familien damals gesagt, wenn der liebe Gott das zulässt, brauchen wir ihn nicht. Und wir haben in unserem Erbe, haben wir Dokumente, Notariatsurkunden, die aus den 20er Jahren sind, die aus dem Dritten Reich stammen und aus der DDR. Dreimal haben meine Großeltern notariell beglaubigen lassen, wir gehören keiner Konfession an, wir wollen da nicht dabei sein. Also ich komme aus einer atheistischen Familie, meine Mutter ist nicht getauft, ich bin nicht getauft. Ich konnte mir das Ganze sozusagen von außen anschauen. Heißt nicht, dass ich mich nicht für solche Themen interessiert habe oder dass es das in der Familie ein Tabu war. Überhaupt nicht. Sondern man hat sich damit beschäftigt. Also ich habe die Bibel natürlich gelesen, ich habe aber auch einen Koran gelesen. Leider Gottes nur die deutsche Ausgabe. Ich hätte es gerne mal in Arabisch, aber egal. Ich kenne buddhistische Schriften, Hinduismus, natürlich habe ich mich intensiv damit befasst. Ich kenne das grüne Buch von Gaddafi, ich kenne die Mao-Bibel und natürlich habe ich das Manifest und auch das Kapital von Marx gelesen. Und ja, ich war bei der Armee in einer speziellen ja, Dienststellung. Ich hatte also auch Zugang zum Giftschrank und ja, ich habe auch Mein Kampf gelesen. Ich wollte mal wissen, was der Junge geschrieben hat. Wenn man es nie gelesen hat, man hat nicht viel verpasst. Sagen wir es mal so, man hat nicht viel verpasst. Aber ich will, was ich damit sagen will, ich sehe Dinge gern aus allen Sichtweisen. Und wie gesagt, wenn man jetzt Atheist ist, aber so im klassischen Sinne, dann ist das Thema, ja, da ist hinterher,
irdische Zeit, nimm mit, was du kriegen kannst, und hinterher ist eh alles vorbei. Ist nicht so eine tolle, ja, so eine tolle Perspektive. Die Hindus und die Buddhisten sehen es ja ganz anders. Die sagen, dieses Leben, ja, das wir jetzt haben, diese Inkarnation, ja, natürlich ist die einzigartig. Aber die ist auch wertvoll, weil genau diese Inkarnation wirst du nie wieder kriegen. Nie wieder. Genau. Ja, aber es ist nicht dein einziges Leben, sondern du hast eine ganze Menge vorher schon gelebt, ja, deine vorangegangenen Leben, und du hast gegebenenfalls noch etliche Inkarnationen vor dir, wenn es richtig gut geht, nur einige wenige. Wenn es ganz gut läuft, ist das vielleicht sogar dein letztes Leben, weil Moksha, nämlich sich das Loslösen von diesen irdischen Verstrickungen vom Rad der Wiedergeburt, das ist ja das, was das vornehmste Ziel der Hindus und der Buddhisten auch ist. Und wenn Ja. ich das aber so sehe, wenn ich jetzt also wirklich davon ausgehe, es gibt diese Geschichte mit der Seelenwanderung, und es spricht nichts dagegen, das anzunehmen. Auch im Christentum, im Urchristentum gab es diese Annahme. Man hat es nur auf dem Konzil von Nikäa mit 2 Stimmen Mehrheit aus dem Kanon rausgekegelt, und mit einer Stimme Mehrheit hat man festgestellt, dass Jesus der eingeborene Sohn Gottes ist. Also so viel zu geoffenbarten Texten und solchen Themen. Ne? Also da spielt auch viel historische Betrachtungsweise mit. Nur so als Information. Aber die Hindus, die gehen eben davon aus, wir haben diese Seelenwanderung, und wir haben natürlich auch mit Karma und Reinkarnation zu tun. Karma ist bei uns im Westen auch so etwas negativ konnotiert. Ja, es gibt ja dieses Buch hier, Mises Karma, ne? So, ist aber Nicht eigentlich eine, triftig, dass dieses ja, Karma. ist eine völlig falsche Auffassung, weil Karma ist nichts weiter als das Resultat unserer Ideen, unserer Gedanken, unserer Emotionen, unserer Worte, unserer Taten aus unseren vorangegangenen Leben. Also das ist nichts irgendwas, was uns ein Schicksal, eine Vorsehung oder was auch immer, oder ein Gott aufgebürdet hat. Das haben wir uns alle selber zusammengeschnitzt. Das ist sozusagen der Ausgangspunkt für dieses Leben. Das ist das Niveau, auf dem ich hier starte. Und da sagen die Hindus natürlich, es gibt nicht nur das Karma, also nicht nur die Vorherbestimmung. Die ist natürlich mit dabei, weil ich durch meine Taten und durch meine Gedanken und Worte in den vorangegangenen Leben eben Ursachen gesetzt habe. Und wir leben jetzt in einer kausalen Welt. Das ist ein Naturgesetz. Jede Ursache hat eine Auswirkung. Und wenn ich Ursachen setze, erlebe ich die Auswirkungen dieser Ursachen nun mal selber. Ob ich das jetzt mag, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber kausal bedeutet es, ich werde es erleben. Und das ist das, was Karma ausmacht. Und jetzt habe ich aber natürlich die Möglichkeit, mit diesen Gegebenheiten, die ich hineingeboren werde, den sozialen Status, das Milieu, die Fähigkeiten, die Talente, die ich aus meinem vorangegangenen Leben mitbringe, möglicherweise auch die Probleme, ja, mit denen muss ich arbeiten. Und dafür habe ich den freien Willen. Für alle, die das ein bisschen statistisch sehen, die Hindus sagen so im Schnitt für den Alltagsmenschen, 70%, was passiert in deinem Leben, das ist Karma. Das bringst du mit aus vorangegangenen Inkarnationen. Damit solltest du arbeiten. Das sind die Aufgaben, die dir gestellt sind. Und 30% hast du deinen freien Willen. Also triff die richtigen Entscheidungen, denke drüber nach und geh den richtigen Weg. Bau also Karma ab. Ja, je weiter man vorankommt auf diesem Weg, umso mehr wird natürlich auch der freie Wille sich verstärken, und das Karma wird natürlich weniger werden. Das ist aber dann wieder so die Feinheiten der ganzen Geschichte. Was ich damit sagen will, ist, wir sind diesem Schicksal nicht blind ausgeliefert. Die Palmblatt-Bibliotheken sind geschrieben, um uns Hinweise zu geben, wie wir sozusagen die Ideallinie in unserem Leben verfolgen können. Und sie sind auch geschrieben, um uns vor bestimmten Dingen zu warnen. Aber umsetzen, das machen, das müssen wir natürlich selber. Also wenn mir jetzt zum Beispiel gesagt wird, war nicht, aber Beispiel, na, jemand bekommt die Information, du hast wirklich heilerische Kräfte und du wirst vielen Menschen helfen. Und der geht nach Hause und setzt sich auf die Couch und sagt, oh, ich bin großer Heiler. Ja, dann wird es wahrscheinlich nicht passieren. Ne? Sondern das Heilen muss er dann schon selber machen. Ne? Muss selber rausgehen, muss zu seinen Fähigkeiten stehen, muss sie einsetzen, und dann hilft er vielen Menschen, ansonsten wird es nicht funktionieren. Ne? Das heißt also, ist auch kein Automatismus oder eine selbsterfüllende Prophezeiung, sondern unsere Aktion, unser Handeln ist dort natürlich gefragt, die Eigenverantwortung ist dort gefragt. Und ich betrachte die Informationen aus den Palmblatt-Bibliotheken als eine Art Handbuch oder eine Karte. Wir bewegen uns in unserem Leben, wir bewegen uns in unbekanntem Gelände, wenn wir uns in die Zukunft bewegen. Ja, das kann keiner von uns vorhersehen, was morgen sein wird, was übermorgen sein wird. Wir können es planen, aber ob unsere Pläne, ja, Realität werden, das ist eine ganz andere Geschichte. Habe ich aber diese Informationen aus der Palmblatt-Bibliothek zum Beispiel und folge denen, dann habe ich eine gute Karte, eine gute Wanderkarte. Nichts hindert mich natürlich auch, von diesem Weg abzuweichen, was anderes auszuprobieren. Die Erfahrung lehrt aber, dass ich dann über einen Umweg
wieder auf diese Hauptspur zurückkomme und dann stehe ich Ja. wieder vor denselben Aufgaben, die ich vorher hatte. Den kann ich Ja. nicht entkommen, da sind wir wieder beim Karma. Ich muss das irgendwann auflösen. Und ob das dann aber so leicht ist, wie es beim ersten Versuch war, oder ob es halt etwas schwieriger geworden ist, dafür kann ich halt da nicht ins Feuer legen. Ne? Also man sollte schon diese Informationen nutzen. Und ich habe das jetzt die letzten 30 Jahre halt gemacht. Und dass das wirklich lebensverändernd sein kann, da denke ich, kann ich mich als Beispiel selber gern zitieren, weil ich bin damals 93 dort gewesen, da war ich Student der Rechtswissenschaften. Da wollte ich entweder Staatsanwalt oder Richter oder Anwalt werden. Und in der ersten Bibliothek, bei der ersten Lesung, haben sie mir gesagt, ja, also Kollege, was du da machst jetzt mit dem Studium, das ist aber nur eine Erinnerung an dein letztes Leben. Weil im letzten Leben warst du Jurist. Da bist du in den schottischen Lowlands geboren worden. Dein Vater war Notar. Er hat alles dafür getan, dass du in Oxford studieren konntest, weil er so sehr gehofft hat, dass du die Kanzlei von ihm übernimmst. Du hast dich aber mit deinem alten Herrn verkracht, bist dann nach Südafrika gegangen. Du warst in den Burenkriegen dabei, hast dann die Diamantfirmen beraten als Grundstücksmakler, als Anwalt und bist dann in Durban gestorben, da bist du auch begraben. Also ich war noch nicht in Südafrika, um zu schauen, ob der Grabstein da in Durban noch steht, keine Ahnung. Aber das war irgendwo logisch, ja, dass ich damals also dieses Leben so gelebt hatte und offensichtlich auch sehr intensiv. Also ich war offensichtlich dort Rechtsgelehrter mit Leib und Seele. Und also dieser Impact, ne, dieser Schatten, der lag halt noch über dieser Existenz. Und dort hatte der Leser dann aber gesagt, ja, Thomas, wenn du das jetzt studierst, ja, es ist dir unbenommen, aber du wirst nie als Jurist arbeiten. Also, liebe Zuhörer, stellt euch das mal vor. Du hast so etliche Semester schon in dieses Studium da investiert und gehst eigentlich davon aus, ja, die Staatsexamina, die musst du jetzt bestehen, weil das ist deine Existenz, die du dir aufbaust. Und dann kommt da einer daher, in einem völlig anderen Land oder völlig anderen Kultur, der hat dir deine Vergangenheit detailliert beschrieben. Also, der weiß über dich Bescheid. Und dann sagt er, ja, aber das, was du hier machst, ist. Kannst du es eigentlich stecken lassen, weil das wird es nicht. Also damit hat er mich ziemlich kalt erwischt. Und da wollte ich dann aber eben wissen, ja, was ist denn meins? Ja, was soll ich denn machen? Und da hat er dann eben gesagt, naja, du hast doch viele Begabungen, du hast doch viele Talente in diesem Leben mitgebracht. Du kannst organisieren. Du hast unwahrscheinlich viel schon gelesen. Du liest auch sehr gern. Du lernst gern. Du schreibst doch schon selber. Das stimmt da alles. Und sagt er, und du mit dem Organisieren, ja, deine Aufgabe ist es, Menschen und Kulturen durch die Kraft des Wortes zu verbinden. Ich sagte, ja, es klingt alles toll, aber wie soll das jetzt aussehen? Naja, du wirst viel reisen. Dachte ich, ach, das ist schön, weil das habe ich seit Kindesbeinen an gern gemacht. Ich bin viel unterwegs gewesen. Wer also meint, zu DDR-Zeiten sei das nicht möglich gewesen. Nein, in unserer Familie war niemand der Partei, weder mein Großvater noch meine Mutter noch ich. Es konnte nicht jeder Natschalnik sein, ne? Nicht jeder Politik. Es mussten auch ein paar die Arbeit machen und wir gehörten zu denen, die die Arbeit machen mussten. Aber wenn man sich gekümmert hat, ja, ich erinnere daran, damals hieß es, Beziehungen sind das halbe Leben, heute sind sie das Ganze, ne? Also jedenfalls hatten wir gute Freunde und diese guten Freunde, die haben uns eingeladen. Ich habe also als Kind, als Jugendlicher sehr viel Zeit in der Sowjetunion verbracht, war an Orten, wo man heute nur noch schwerlich hinkommt. Auch im restlichen Ostblock sind wir viel unterwegs gewesen. Und da habe ich also das Reisen gelernt. Und da dachte ich, ja, wenn das jetzt so weitergeht, das ist schön. Ja, und dann, du wirst schreiben. Dachte ich, oh, schön, schreiben, das mache ich auch gern. Das hat mir immer schon Spaß gemacht. Und habe dann immer gedacht, na, okay, aber ich muss ja auch irgendwo meinen Lebensunterhalt verdienen, weil das habe ich so als Hobby gesehen. Ne? Also davon lebst du doch nicht. Und dann hat er gesagt, ja, und du wirst auch Menschen aus deinem Kulturkreis die Möglichkeit eröffnen, andere Kulturen zu bereisen, also dieselben Erfahrungen zu machen wie du. Du wirst das Ganze organisieren, also mit anderen Worten, du wirst Reiseveranstalter. Jetzt muss man sich das vorstellen. 4 Jahre nach der Wende, 3 Jahre nach der Vereinigung, gelerntes Ossi und dann eigene Firma, freier Markt. Um Himmels Gottes Willen. Also das habe ich ihm überhaupt nicht abgekauft, aber genauso hat es sich entwickelt. Und ich muss dazu sagen, ich bin nicht von dieser Reise zurückgekommen, habe gesagt, ich muss das Studium an den Nagel hängen, ich mache das jetzt alles ganz anders. Ganz im Gegenteil, ich bin noch in der Zeit groß geworden, da hieß es, wenn du was anfängst, mein Junge, Ja, bringst du es zu das Ende. kenne ich Also auch. habe ich zumindest bis zum ersten Staatsexamen studiert. Dann habe ich aber dort in diesen 2 Jahren, die danach waren, bis 95, gemerkt, naja, mein Freund, das ist es nun wirklich nicht, was du hier machen willst. Also es wurde immer trockener, immer schwieriger. Nee, also mein ganzes Berufsleben da verbringen. Gleichzeitig hatte ich aber eben über das Phänomen der Palmbibliotheken geschrieben. Das brachte eine Einladung zum großen deutschen Fernsehsender mit sich. Und dann, der Postbote hat dann bei uns behauptet im Ort, der hätte ein halbes Jahr nur für Ritter gearbeitet. Also die Post kam wirklich
waschkörbeweise an. Und Ja, damals war, also es war noch die okay. Zeit, ne, vor 30 Jahren, Leute, es gab noch kein Internet, ne, nie die schönen Sachen, wie wir hier haben. Das ging alles mit Papier, Fax, ne, Fax und Telefon, das war schon Hightech, ne, ich sag's nur. Bei Stimmt. manchen deutschen Behörden ist es heute noch halt, gut, das ist ein anderes Ja, Thema. genau. Jedenfalls, da kamen viele Leute auf mich zu, die sagten, Mensch, die Erfahrung, die du gemacht hast, was du da geschrieben hast, das ist so toll. Ich würde es gern erleben, ich würde es selber gern machen, aber Sprachproblem, ich traue mich das organisieren nicht, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Könntest du nicht. Und so kam es dann, dass ich 1995 zunächst erstmal für Freunde und Bekannte die erste Reise organisiert habe nach Indien zu den Palmdale-Bibliotheken. Und seit 1996 sind es Gäste. Und da ich sehr breite Interessen habe, sowohl im grenzwissenschaftlichen als auch im historischen Bereich, entwickelten sich dann dort weitere Reiseziele. Südfrankreich, die Bretagne, Irland, England, Schottland, Bali ist hinzugekommen, Malaysia kam dazu, der Himalaya und so weiter. Und so habe ich dann das Reiseunternehmen Stück für Stück aufgebaut. Und ja, wie gesagt, seit mit der jetzigen Firma, die ich seit 2000 gegründet habe, jetzt im 24. Jahr, ja, da sind wir eben dabei und bringen die Leute, also bis zumindest zur Corona, haben wir also die Leute da in alle Welt begleitet. Jetzt geht es auch wieder langsam los. Ja, mit meiner Frau, mit Sabine, es ja, sind bis, also bis 2020 waren wir also von diesen 52 Wochen, die das Jahr nun mal hat, also mindestens 40, manchmal auch 42, 43 Wochen im Ausland waren wir unterwegs. Und dass wir zu Hause waren, hieß nicht, dass wir hier zu Hause waren, sondern da waren wir einfach nur in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz und haben dort Vorträge auch mitgehalten und so weiter. Also wirklich schon Berufsnomaden. Der große Einschnitt kam natürlich mit der Corona-Problematik. Da Das war wäre nur meine Frage gewesen, ja, von genau. einem Tag zum anderen, Ja. wenn man da fragt, habt ihr das gewusst? Die Brandabwehr haben es uns gewusst, die haben es uns auch gesagt. Ja. Wir haben es aber nicht realisiert. Da war zum Beispiel eine Situation August 2019 und dann auch bei November 2019. Da hat selbst unser Übersetzer gesagt, ja, nächstes Jahr, da kommt er noch mal im Februar. Na, dann werden wir uns eine ganze Zeit lang nie mehr sehen, so 2, 3 Jahre. Ich sage, Moment mal, Freunde, wir sind Reiseveranstalter. Gibt es irgendein Problem mit unserem Unternehmen? Na, na, also Geld, ne, überhaupt kein Problem. Ihr werdet euer Lebensunterhalt verdienen, alles gut. Ich sage, Kollegen, ihr sagt, ich werde dann nicht mehr hier sein. Das ist eine meiner Hauptdestinationen. Was ist denn das Problem? Ja, mit den Reisen, das wird also ein bisschen schwer. Ich sage, Leute, ich verdiene damit meinen Lebensunterhalt. Das ist für mich wichtig. Ja, Lebensunterhalt, alles kein Problem, alles geht, alles gut. Ich sage, wie soll denn das funktionieren? Da sagt er, you will earn your living in the sitting way. Also du wirst im Sitzen dein Geld verdienen. Dachte, Himmel Gott, was meint der denn? Ja, dann kam natürlich diese Corona-Thematik, dann gingen die Grenzen zu. Wir waren gerade aus Indien zurückgekommen für eine Vortragstour hier in Deutschland und den Nachbarländern. Als es plötzlich hieß, nein, ne, wird alles zugemacht, gibt Reisefreiheit definitiv beschränkt, war für uns natürlich auch wirtschaftlich erstmal ein Schock, weil wir mussten sämtliche Anzahlungen und sämtliche bezahlten Reisepreise erstatten. Also das war schon nicht von ohne. Und wir hatten eigentlich keine Perspektive, weil wir waren, ich sag's so deutlich, mit Berufsverbot belegt. Und das war natürlich eine Schocksituation. In der Situation meldete sich unser Palmblattleser aus Chennai und sagte, Thomas, wir hatten dir ja letztes Jahr gesagt, dass das so eine Situation geben wird, dass du nicht mehr reisen kannst. Da habe ich dann gedacht, okay, hat er ja recht gehabt. Und sagt, und ja, der Rishi, also der Rishi Agastya, der hat sich bei uns gemeldet und hat gesagt, wir können die moderne Technik nutzen, um trotzdem Palmblattlesungen durchzuführen. Ich kannte ehrlich gesagt bis 2020, ich wusste, dass es Skype gab. Von Zoom hatte ich noch nichts gehört. Ich habe Okay. es, diese elektronische Welt habe ich nie genutzt vorher, Ach weil so. ich bin eigentlich der Typ, der sagt, ich bin derjenige, der an die Analog. Quelle geht. Ich will es Ja. aus erster Hand. Ich Ja. traue nicht irgendwelchen Bildern, die sie mir im Internet Ja. zeigen oder gar im Fernsehen, sondern ich will es Ja. wirklich selber sehen. Das war mal so mein Credo. Aber jetzt ließen uns die Umstände keine andere Wahl. Und natürlich gab es unwahrscheinlich viele Gäste, die mit uns schon unterwegs gewesen waren. Die sagten, ja Mensch, jetzt diese Situation, wir haben uns gerade unser Reading nochmal angehört, die haben doch gesagt, da gibt es Probleme, aber jetzt sind wir hier mittendrin und die Firma, die hat Probleme und meine Mitarbeiter haben Probleme. Wie geht denn das jetzt weiter? Und da habe ich dann gedacht, okay, versuchen wir zumindest erstmal mit den Leuten, die schon ihre Lesung hatten, ob das wirklich online funktioniert. Und so haben wir dann im März, April 2020 die ersten Online-Lesungen gemacht. Das hat
super funktioniert. Und dann haben wir gesagt, okay, bieten wir diese Möglichkeit mal an, ne, für Leute gerade in der Situation, wo alles in Frage stand. Und die Resonanz war überwältigend groß, gebe ich ehrlich zu, ist sie immer noch, ja. Und bis jetzt führen wir eben auch einen Großteil digital durch. Das hat uns über diese Zeit geholfen. Ansonsten würde es unsere Firma, bin ich ganz ehrlich, würde es uns so nicht mehr geben. Ja. Und sowohl meine Frau als auch ich, wir sind keine Typen, die gern Bürgergeld oder sonstige Almosen beantragen, sondern wir stehen gerne auf unseren eigenen Füßen und sind natürlich unwahrscheinlich froh, dass es eben mit Hilfe unserer indischen Freunde und natürlich auch mit Hilfe des Rishis Agastya, weil da ist ja die Quelle des Ganzen, ebenso funktioniert hat, wie es geklappt hat und wir nach wie vor in der Lage sind, anderen Leuten zu helfen, aber eben auch damit unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Und seit letztem Jahr sind wir natürlich wieder dabei, in den Grenzen, die es da gab, also wir haben 2022 haben wir sehr viel auch Recherchetouren gemacht, 2023 haben wir die ersten Reisen jetzt wieder durchgeführt, 2024 kommen die ersten Fernreisen jetzt dazu, also wir starten wieder durch, aber diese Online-Lesungen werden nach wie vor ihre Berechtigung haben, weil was ich eben auch mitbekommen habe, man ist, egal in welcher Branche, das bin ich ganz ehrlich, man ist irgendwann mal betriebsblind. Und ich war auch betriebsblind, weil wir haben immer gesagt, ja, wir bringen die Leute zu den Handbibliotheken, wir bieten diese Erfahrung an. Was ich überhaupt nicht realisiert habe, ist, dass es viele Leute gibt, die vielleicht auch Hilfe brauchen und die gar nicht die Möglichkeit haben, eine solche Reise anzutreten. Weil wenn ich zu Hause kranke Eltern pflegen muss, wenn ich eine Landwirtschaft habe, wenn ich in einem, sagen wir mal, Großunternehmen bin, die mir meinen Urlaub einteilt, dann kann ich mir das nicht, da funktioniert es einfach nicht, geht es nicht, gibt es viele Gründe. Und plötzlich waren diese Online-Angebote da und die Leute haben gesagt, mein Gott, ja, endlich, klar, können wir gerne machen, mal einen Tag Urlaub nehmen, alles super kriegen wir. Und deswegen wird das auch in Zukunft seine Berechtigung haben. Also da haben wir auch selber wieder dazugelernt in der Situation und es funktioniert. Ne? Das ist einfach das Schöne an der ganzen Sache. Jetzt, du hast mir vorhin, da habe ich die Aufnahme noch nicht gestartet, ein Palmblatt gezeigt, wie das im Ja. Original aussieht. Vielleicht kannst du den Zuschauern das mal zeigen. Ich finde es spannend. Sag doch mal was dazu Ja. und zeig uns mal das Ding. Ja. Vielleicht, ja, vielleicht mal als Einstieg. Ja. Diese Palmblatt-Manuskripte, die ich halt beschrieben habe, mancher fragt sich vielleicht auch, Mensch, warum ist denn der Ritter so enthusiastisch? Warum hat er sich für dieses Thema vertieft? Ich hab's von Anfang an eher so vom Westlichen, vom Rationalen, vom Verstand her angegangen. Ja, ich halte mich nicht für spirituell begabt, ich bin weder hellsichtig noch sonst irgendwo, ne, sonst in der Richtung was. Und mit Yoga und Meditation tue ich mich auch schwer, gebe ich ganz ehrlich zu. Mein Zugang zu solchen Themen ist eher so der rationale. Ich halte prinzipiell erstmal alles für möglich, gucke mir das an und dann wird einfach geschaut, was die von die, sagen wir, die plausibelste, logischste Erklärung für solche Themen sein kann. Das ist so meine Herangehensweise. Und das hat damals 1993 hervorragend funktioniert, weil ich hatte ja diese Lesung, die ich heute jetzt auch teilweise beschrieben habe, und die hat mich wirklich, wie man so schön sagt, aus den Latschen gehauen. Also das Läschen. war grandios. Jetzt hatte ich aber doch die Situation und habe mir gesagt, naja, also wenn ich jetzt nach Hause komme und erzähle das alles, gut, ich hatte meine Aufzeichnung, ich hatte die Fotos, ich hatte einen Mitschnitt, aber naja, ne, das ist alles nur zweite Hand sozusagen. Und wenn ich nach Hause komme und erzähle das meiner Familie, da haben die dann gesagt, ja, der Thomas, der ist jetzt 8 Wochen in Indien gewesen. Ja, da kann sowas schon mal vorkommen, ne, aber das verwächst sich wieder. Ne, da fängt sich Genau, schon wieder. richtig. Wenn ich das jetzt meinen Kommilitonen oder gar beim Professor da in der Fakultät erzählt hätte, ich denke, die hätten die Jungs geholt mit der Jacke, die hinten zugemacht wird. Ne, also das, da habe ich gedacht, du brauchst den Beweis. Du brauchst etwas, was unwiderlegbar ist. Und das konnte nur das Palmblatt selbst sein, wo die Informationen draufstanden. Und da habe ich den Leser damals gefragt, darf ich es mitnehmen? Ne, Oh, bekomme ich. ich's? Und Ja. der war völlig konsterniert, weil das hat ihn wahrscheinlich noch niemand gefragt. Und er hat dann das Blatt tatsächlich genommen, hat es nochmal gelesen für sich, mindestens 10 Minuten, vielleicht auch eine Viertelstunde. Und dann hat er gesagt, ja, Thomas, ich gebe es dir mit. Aber wenn du nach Hause kommst, erzähl da bitte nicht rum. Bei mir kriegt jeder sein Blatt. Das überhaupt nicht. Das ist eine absolute Ausnahme, die ich hier mache. Und ich mache es nur, weil es auf dem Blatt geschrieben steht. Sagt er, da steht, wenn der Klient nach der Lesung fragt, ob ihm das Blatt ausgehändigt werden soll, dann soll es ihm auch mitgegeben werden.
Also das war sozusagen der Sexsäumel-Lotto. Und ich hatte die Möglichkeit, dieses Blatt dann wissenschaftlich nach westlichen Maßstäben analysieren zu lassen. Zum einen natürlich, wie alt ist diese Abschrift? Genau, Das das hat haben wir noch damals das gesehen. Kernforschungsinstitut in Rossendorf. Die Kollegen gibt es heute so nicht mehr. Die gehören zum Helmholtz-Institut. Aber damals waren die noch eigenständig. Die haben eine Altersanalyse gemacht mit der C14-Methode, mit der Thermolumineszenzmethode. Und dabei kam heraus, dieses Blatt ist rund 400 Jahre alt. Das heißt, vor 400 Jahren ist es geerntet und beschrieben worden. War interessant, aber die Frage war natürlich, was steht da drauf? Und mit Zusammenarbeit mit der Karls-Universität in Prag und der Universität von Göttingen, da waren einige Wissenschaftler bereit, sich an dieser Übersetzung zu versuchen. Die hat relativ lange gedauert, von September 1993 bis November 1995. Aber dann hatte ich die Übersetzung in Deutsch, die ich ja eigentlich schon in Englisch von dem Palmblattleser in Chennai dort hatte. Und da stellte sich eben heraus, es ist tatsächlich mein Lebenslauf, inklusive meines Namens, weil das Alt-Tamil ist eine Lautschrift, mit der kann man auch so ungewöhnliche Dinge, ungewöhnliche Begriffe darstellen, die man im Alt-Tamil eigentlich nicht hat, wie zum Beispiel europäische Namen. Das kann man damit darstellen. Deswegen fragen die Leser halt auch in vielen in Bibliotheken eben auch nach dem Namen und dem Geburtsdatum. Da hat man nämlich auch einen Anhaltspunkt, dass man das richtige Blatt dem richtigen Klienten zuordnen. Aber das jetzt nur nebenbei. Also es war tatsächlich der Beleg, sozusagen auch wissenschaftlich erbracht, es ist mein Lebenslauf. Und jetzt rückblickend auf diese nunmehr 31 Jahre oder fast 31 Jahre, kann ich sagen, es hat sich dann auch so realisiert, wie es mir beschrieben worden ist. Und ich habe jetzt keinen Grund für mich selber, das in Zweifel zu ziehen. Das ist aber bei jedem unterschiedlich und deswegen spreche ich in so einer Situation auch nur von mir selbst. Also ich kann für mich selber sagen, es hat funktioniert und ich habe es, wie gesagt, auch mit dieser Übersetzung dort und der Altersbestimmung für mich sozusagen wasserdicht nachweisen können. Es gibt diese Beschreibungen aus der Vergangenheit für unsere Zukunft. Also die Erinnerungen an die Zukunft, die sind schon irgendwo möglich, um mal den Titel von Erich zu zitieren aus seinem ersten Buch. Also das funktioniert. Und das ist halt eben der Grund, warum ich mit dem Thema mich so intensiv beschäftigt habe und eben auch sehr viel Bestätigung erfahren habe. Nun habe ich natürlich auch Manuskripte erworben. Das sind nicht alles Prophezeiungen, sondern es gibt viele andere Sachen. Ich hatte ja gesagt, alles, was wichtig und überlieferenswert war, hat man bis Ende des 19. Jahrhunderts auf diesen Manuskripten aufgeschrieben. Und ich habe hier mal eins, also das ist jetzt auch nicht mein persönliches Palmblatt, sondern das ist einfach mal ein Manuskript, ich gehe mal lang. Das ist ein Hausmittelrezept für ayurvedische ja, Mixturen, Getränke und Anwendungen, gerade bei fiebrigen Erkrankungen, bei Infektionen und so weiter. Das ist hier alles beschrieben. Stammt aus einer Privatsammlung. Von dem Sammler habe ich da einiges erworben. Und so sieht aber ein Palmblatt aus. Das ist jetzt vom Äußerlichen her keinerlei Unterschied zu diesen Prophezeiungsschriften. Das sieht alles Kannst du das mal so ein entsprechend aus. bisschen drehen und ein bisschen weiter weg, damit man mal so ein bisschen Jo, die jo, jo. Dimension sieht? Jo, jo. Also wenn man da Ist mal es ein zurückgeht, ne? Also Holz? Ah, das ist klein. Es ist wie gesagt hier so circa, ich sag mal, 30, 40 Dreh das Zentimeter mal so ist das, ne? So, ja, man Oh, sieht, sehr also, dünn. ja, Ja. es sind mehrere Blätter zusammengefasst. Also man kann Ah, die okay. sind dann zusammengebunden, man kann die natürlich dann so bewegen und man schlägt das dann also um. Wir haben hier drei Blätter mal zusammengefasst. Ich kann es auch nochmal so hier ein Ah, bisschen in so der sieht es Hinsicht aus. zeigen, ne? So, Okay. das sieht man also, dass die zusammengefasst sind. Normalerweise sind die dann zwischen zwei Holzdeckeln gepresst. Das sind dann wie diese Manuskripte oder diese Bücher, die dienen eben dann einer sicheren Lagerung. Und auch eben den Umständen, dass es halt dort kein Insektenfraß gibt. Das ist da der Hintergrund Okay. dafür. Und so sind die dann einsortiert und nach verschiedenen Systemen sind die geordnet. Es gibt also eine Form von Bibliotheken, wo man nur den Daumenabdruck und den ersten Buchstaben vom ersten Namen braucht. Und dann suchen die halt nach diesen sagen wir, Kenndaten nach dem Palmblatt. Das ist etwas umständlich. Es wird vor allen Dingen in den Bibliotheken in Kanchipuram und in Waitisvara Koyal so praktiziert, weil das Ordnungssystem basiert sozusagen auf 108 Grundtypen von diesen Daumenabdrücken und jeder dieser Grundtypen hat wieder 108 Untertypen. Und zu einem dieser Typen hat eben der eigene Daumenabdruck eine Affinität. Aber nur eine Ähnlichkeit, weil es gibt ja keine zwei gleichen Daumenabdrücke weltweit. Das ist der Genau. Grund, warum unsere Behörden so an unseren biometrischen Daten interessiert sind. Egal. Die Alten wussten das aber auch schon. Und dort haben wir also die Ordnung nach den Daumenabdrücken und dann eben den Buchstaben des Namens. Und dann nimmt der Leser verschiedene Bücher, die also dort
zugeordnet sind und liest dann auf jedem Blatt die Informationen vor. Das hört sich dann meinetwegen so an, du kommst jetzt aus einer Familie, da leben beide Eltern noch und du hast zwei Brüder. Und ich sage dann in dem Fall, nee, mein Freund, ich bin uneheliches Kind geboren, ich habe meinen Vater nie kennengelernt, der ist übrigens auch schon verstorben und ich bin Einzelkind. Also ist das nicht mein Palmblatt? Dann nimmt er das nächste und liest weiter. Und wie eng aneinander Schicksale liegen können, habe ich mal in einer Lesung in Kanchipuram, die ich gedolmetscht habe, beim Klienten erlebt. Da hieß es also, du kommst aus einer Familie, beide Eltern leben noch, du hast einen älteren Bruder. Stimmt. Deine Eltern sind Landwirte gewesen. Stimmt. Die haben sich aber jetzt aufs Altenteil zurückgezogen, vor etwa 18 Monaten, sagt er, ja genau, vor anderthalb Jahren war Betriebsübergabe. Dein Bruder hat den Hof übernommen. Ja, der ist Bauer mit Leib und Seele und wird da sehr erfolgreich sein. Ja, der hat jetzt erst zwei große Flächen wieder dazu gepachtet. Und du bist Chemiker? Nee, ich bin Bäcker. Okay, dann war das nicht dein Palmblatt. Na, also so nah So. können Schicksale nebeneinander liegen. Man hat dann später natürlich auch sein persönliches Palmblatt gefunden, wo also dann auch die richtige Berufsangabe kam, dann auch die Namen von den Eltern noch dazu. Da war das klar, es war sein Palmblatt. Ist interessant, ist sehr Interessant. spektakulär, wenn man das so vorgelesen bekommt, hat aber den Nachteil, dass es relativ lange dauert. Also das kann 2 bis 3 Stunden dauern, bis man sein Palmblatt gefunden hat. Manchmal kann es auch nicht funktionieren. Also das ist etwas, sagen wir, ja, eine spektakuläre Version des Findens der eigenen Information, aber man muss Zeit mitbringen. Andere Bibliotheken wiederum, das sind die meisten, die sind nach dem Kalendersystem des WUKU-Kalenders ausgerichtet. Das ist ein traditionelles Kalendersystem, das man in etwa mit dem Maya-Kalender vergleichen kann. Also es ist auch ein zyklisches Kalendersystem. Der WUKU-Kalender wird in Gesamt-Südostasien verwendet, also nicht nur in Südindien, sondern eben auch in Malaysia und in anderen Ländern wie Indonesien zum Beispiel. Und basiert auf einer Zählung von Wochentagen. Da gibt es eine 3-Tage-Woche, eine 5-Tage, eine 7, eine 9, eine 11-Tages-Woche und so weiter. Der Kalender ist sehr genau. Wer sich mit dem Thema auch der prophetischen Seite dieses Kalenders mal beschäftigen will, da gibt es vom Professor Peter Wilhelm Pink ein interessantes Buch, das heißt Variga. Und Peter Wilhelm Pink hat auf Bali lange Zeit gelebt, 20, 25 Jahre, hat dort geforscht und das sind sozusagen die Früchte seiner Forschung. Hochinteressant, weil da hat ein Wissenschaftler einfach mal dargelegt, ja Leute, es ist keine Kaffeesatzleserei im so esoterischen Sinne oder im Sinne eines Zeitungshoroskopes, sondern es ist tatsächlich eine Wissenschaft. Wir können, wenn wir genügend Parameter haben, die Zukunft durchaus berechnen. Es funktioniert. Ja, das ist sozusagen die Quintessenz seines Buches. Das hat er damals als Habilitationsschrift an der Universität von Hamburg veröffentlicht. Deswegen ist es ein bisschen Goldstaub, also es gibt nur so 1000 Exemplare. Aber wenn man halt mal auf ZVB schaut und ein bisschen Glück hat, dann findet man da so ein Exemplar auch von Variga noch, ne? Wen es interessiert. Und diese, sagen wir mal, Zugriffe in diesen Bibliotheken, die mit dem Kalendersystem arbeiten, sind einfacher. Da gibt man also wirklich nur seinen Namen und sein Geburtsdatum an, dann geht er in sein Archiv und sagt, ja, Geburtsdatum, Name, also die, ne, die Buchstaben und der heutige Tag, also der Tag der Lesung. Ah, unter den Büchern schauen wir mal. Ja, hier passt das, nehmen wir raus, gucken wir durch. Aha, das ist es und dann beginnt die Lesung. Ja, also das ist sehr, sehr effizient, sagen wir es mal so. Natürlich nicht so spektakulär. Aber die Informationen, die man dann bekommt, die man aus dem Blatt bekommt, die sind in jedem Fall dieselbe. Ja. Okay. Also deine Freunde aus Chennai, was oder welcher Methode, Lesungsmethode bedienen die sich auch aus diesem Ja, Kalenderbereich? das basiert auf dem WUKU-Kalender. Also jetzt zum Beispiel bei einer Online-Lesung ist es so, dass ich die Namen und die Geburtsdaten der Gäste einen Tag vorher übermittle. Dadurch die Möglichkeit, sich das alles schon rauszusuchen. Wenn wir auf Reisen sind und dann direkt fort sind, fällt sogar das weg. Also dann sage ich nur, ich komme heute mit 4 Leuten. Und da richtet er sich von der Zeit her ein und dann komme ich mit den 4 Gästen dahin. Und wenn man hineingeht in das Büro, dann gibt man seine Daten an und dann schaut er kurz nach. Das dauert 5 oder 10 Minuten und dann hat er das Blatt und liest vor. Also es sind ja, man stellt sich ja Bibliotheken als Bücher vor, aber das ist ja in diesem Sinne ja nicht der Fall. Das sind Ja, ja keine Bücher, sondern diese.
diese gepackten Blätter zwischen 30 und, ja, es können bis 120, 150 sein, die zwischen zwei solchen Holzdeckeln da verpackt sind. Kleinen Moment mal, Biene, haben wir noch so ein komplettes Buch hier gerade in Griffweite liegen? Dann würde ich das nämlich auch nochmal zeigen. Na, Ja, damit man sich einfach nochmal was vorstellen genau, kann hier, damit man sich das vorstellen kann, wie genau. so gesagt. Und die sind dann wirklich aber in so ganz normalen großen Karteischränken sind die eingeordnet. So sieht hier zum Beispiel ein Buch aus, ne? Weil ich eher Ah, gesagt das hatte, nennt man Buch. wir haben da so ein Buch, ne, wo wir unter anderem halt auch diese Übersetzungen machen lassen, wo es um die Zukunft von Europa und der westlichen Welt geht, was auch immer auf der Website steht. Und das ist es. Ne? So sieht das aus. Und so Das sieht ist mein auch. Lebensbuch auch aus, Ja, sozusagen. in einem dieser Ja, Bücher ist ja. sozusagen dein Palmblatt, dein ganz spezielles Palmblatt mit drin. Ja. Und das findet dann der Leser und ja, nimmt das spezielle Blatt und liest es dann. Okay. Ja, also so sieht es aus. So kann man sich das vorstellen. Aber du hast gesagt, es sind 12 Bereiche. Habe ich das vorher richtig 12 Kapitel kann man sagen, verstanden? die also Kapitel. sozusagen das gesamte Leben abdecken. Es Okay. gibt dann noch weitere, so spezielle Kapitel, die ja unter Umständen gelesen werden, wenn man es will. Das 13. Kapitel geht darum, wenn man so in gesellschaftlicher Situation sich engagieren will, also politische Karriere einschlagen will, dort in der Richtung was machen will. Wer da Ambitionen hat, kann sich dieses Kapitel lesen lassen. Das 14. Kapitel wird meistens nur bei schwerwiegenden Problemen in Anspruch genommen, also wenn jemand schwere Krankheiten hat oder wenn es große Blockaden gibt oder sehr viel, sag mal, sehr viel Unglück oder Unfrieden im Leben war, man feststellt, da sind irgendwelche Verbindungen zu vorangegangenen Leben, da ist Karma zu lösen, dann gibt es dieses 14. Kapitel. Und das hat dann die sogenannten Remedies, also die Lösungsvorschläge, was man da machen kann. Das sind meistens Rituale, das sind teilweise Mantren, das sind teilweise Opfergaben, die man bringen kann. Das wird dann halt auch vorgelesen. Wobei ich bei solchen Sachen immer auch sage, Leute, wenn ihr das in Anspruch nehmt, hört euch das an, was da an Vorschlägen kommt, wie ihr es dann umsetzt. Ja, Das das ist ist eure Entscheidung. Manchmal ist es dann so, dass sie sagen, ja, wir machen das auch für dich. Weil da eine Kuh in den Tempel geführt werden muss und Pujas durchgeführt werden muss, dann gibt es halt eine Summe X, die man bezahlen muss, und dann wird das halt gemacht. Kann man machen. Bei mir hieß es mal sozusagen, um meine Rhetorik noch zu verbessern und um das Geschäft gut voranzubringen, sollte ich halt 100 Bedürftige speisen. Ich sage, das ist kein Problem. Ja, du kannst ja die Summe X bezahlen, dann machen wir das. Ich sage, nee, nicht nur bei euch, liebe Leute, ich verstehe euch, alles okay. Ja, ich weiß, es gibt auch noch viel Probleme in Indien und Südostasien, aber Leute, nicht nur bei euch. Ja, also auch bei Genau. uns gibt es Leute, denen es nicht gut geht. Und Super. ich hatte für mich entschieden, ich kümmere mich mal um unsere Leute, weil wir unterstützen sowieso einen Verein hier in Dresden, der sich um Obdachlose und Bedürftige kümmert. Und da habe ich dann einfach gesagt, so, was habt ihr denn fürs Wochenende? So ungefähr 100 Leute. Ja, passt. So, okay, dann geht das Wochenende auf mich. No, die ganzen Einkäufe, das, was wir machen, um die Leute zu ernähren. Cool. Und dann habe ich mich halt mit hingestellt und habe das auch mit ausgegeben. Das war dann meine Entscheidung. Deswegen sage ich, das soll jeder für sich selber entscheiden. Wichtig ist, es muss von Herzen kommen. Na, also nicht irgendwie Genau. automatisch oder Hauptsache, ich habe Ja. das erledigt und Hauptsache, ich habe hier so eine Donation, also eine Spende gegeben. Ne, macht's von Herzen, macht's so, wie es für euch wichtig ist. Dann funktioniert es am besten. Genau. Auch das, was du schon zwischendurch mal eingeworfen hast, ist, das ist ja ein anderes Land, eine andere Kultur. Und man muss das ja natürlich auch für sich Ja, übersetzen. richtig. Und du machst das ja auch mit den Lesungen ganz gut. Du übersetzt das ja, ich sage jetzt mal, ins Europäische. Und auch so, dass wir das verstehen, weil dieses Alt-Tamile, was natürlich als Vorhersage kommt, und der Übersetzer, der das ja in Englisch übersetzt, der übernimmt das ja natürlich so, wie das wirklich original kommt. Und das ist halt, also das finde ich hervorragend. Du übersetzt das so, dass wir das in Europa eben verstehen oder auch in unserer Sprache verstehen. Und so muss man das einfach auch sehen, wenn man eben in diese Bibliotheken ist, egal wo man hingeht, egal von welcher Kultur man eine Vorhersage bekommt, dass man das nicht gleich sehen kann mit der Kultur, in der man selbst lebt. Das ist das eine Thema. Der andere Knackpunkt ist natürlich das indische Englisch. Ja, das ist was ganz Spezielles. Das kann man halt auch mit dem Oxford-Englisch, das wir eben in der Schule gelernt haben, mehr oder weniger. Kann man das nicht vergleichen. Also ich habe da so einige schöne Sachen erlebt, auch von Gästen, die also der Meinung waren, ich habe ja 3 Jahre in Amerika gelebt, ich verstehe das alles hier, du musst mir da nicht irgendwas übersetzen. Ich habe gesagt, ich setze mich aber vorsichtshalber mal bescheiden hier mit in die Ecke und warte. Und dann geht es halt natürlich mit der Lesung los. Und da gibt es so ein paar
grundlegende Aussagen auch über astrologische Themen, also was so der Geburtsstern ist und das Geburtssternzeichen in der vedischen Astrologie. Und der Kollege sagt dann eben zu dieser Dame, die am liebsten es gesehen hätte, wenn ich gar nicht im Raum gewesen wäre. Ja, also die der Meinung war, das kann sie alles ganz alleine. Er sagt da, you cancer. Und sie bricht da in Tränen aus und ja, und alles schlimm und alles furchtbar. Ich sage, entschuldigen Sie bitte, was ist mit Ihnen jetzt passiert? Ja, der hat doch gesagt, ich habe Krebs. Ich sage, nein, nein, der hat nur gesagt, in der vedischen Astrologie ist ihr Sternzeichen das des Krebses. Da durfte ich dann übersetzen. Ja? Und dann hatten wir auch mal einen Ingenieur, der war in einer, ich sag mal, etwas prekären beruflichen Situation. Da gab es viel Unfrieden am Arbeitsplatz, sehr viel Druck, sehr viel Stress, der war da also sehr unzufrieden. Und der Leser sagt in Bezug auf den Beruf, eine Zeit, die nächsten 3, 4 Monate, you promotion. Und der flippt da völlig aus. Was? Ich soll Werbung machen? Ich stelle mich doch nicht mit Zigaretten in den Supermarkt. Was für ein Quatsch ist denn das hier? Habe ich dann gesagt, Kollege, ganz anders. Dieses Promotion bedeutet, durch die Unterstützung von Kollegen und wohlwollenden Vorgesetzten werden Sie innerhalb der nächsten 3 Monate einen neuen Arbeitsplatz, eine neue Stelle bekommen, die Ihnen entspricht und die auch Ihre Talente und Fähigkeiten fördert, wo Sie weitere Entscheidungsfreiheit haben und sich auch nochmal finanziell verbessert. Das meint Promotion, dieses eine Wort. Und genauso ist es dann für ihn auch passiert. Ne? Aber das sind so die Sachen, diese Stolpersteine. Und da muss ich sagen, mit 30 Jahren, ich habe auch wahnsinnig viel Lehrgeld bezahlt. Also ich habe mich da auch wirklich einhören müssen. Was meint der denn? Was bedeutet denn das Ganze? Die ziehen halt Bedeutungen, die der Engländer halt in 3 oder 4 Sätzen erklärt, die ziehen die in einem Wort zusammen. Und wenn du das halt nicht weißt, was da jetzt genau meint mit dem Wort, dann wird's schwierig. Ja, also es ist nicht nur das Alt-Tamil, das ist eine sehr blumige Sprache. Ja, zum Beispiel kann man sich natürlich fragen, wie gehen die mit be modernen Begriffen um? Also Genau, Berufsbezeichnungen. genau. Ich hatte einen Klienten, der ist bei der Deutschen Bahn, der ist Führer eines ICE. Und dem haben die gesagt, ja, du bist eben Zugführer und du beförderst bist im Personenverkehr. Und da hat er dann nach der Lesung, da war es auch hin und weg, und hat dann gesagt, steht da wirklich drin, dass ich da wirklich Triebfahrzeugführer bin? Ist das so beschrieben? Haben die gesagt, na, hier steht, du steuerst ein Gerät, das auf 2 eisernen Schienen läuft, die durch die Landschaft sich erstrecken, und dort beförderst du, das ist das Gerät ist dafür entworfen, Menschen und Güter mit hoher Geschwindigkeit zu transportieren von einem Ort zum anderen, und du bist aber beschäftigt mit einem dieser Vehikel, das eben nur für die Beförderung von Menschen mit sehr hoher Geschwindigkeit vorgesehen ist. Deswegen haben wir gesagt, du bist schnell Zugführer. Ja, also das wieder Genau. umzubringen in die jetzige Situation. Aber es ist alles wirklich sehr blumig beschrieben, also auch der Beruf eines Piloten, eines Arztes und so weiter. Also das kann man dann alles schon wirklich herauslesen aus der Situation. Aber nochmal der Knackpunkt ist eben dann vom indischen Englisch ins Deutsche. Also das ist dann auch immer das Thema, wo man darauf achten muss, dass halt Informationen nicht verloren gehen. Ja, das ist wichtig an der ganzen Geschichte. Also ich fand das jetzt ein hochspannendes Thema und ich glaube, wir können uns da noch Stunden drüber unterhalten. Ganz Also bestimmt. Thomas, wenn du da Lust dazu hast, ich würde gerne noch mehr darüber erfahren, aber ich möchte meine Zuhörer oder Zuseher da auch nicht zu sehr überfordern. Ich glaube, wir machen da jetzt, ich sag mal, für den also mir wäre es lieb, wenn wir uns nochmal treffen, nochmal darüber unterhalten, viel da auch nochmal näher drauf eingehen. Aber was ich gern noch wissen möchte, ist, vielleicht kannst du nochmal erstmal so sagen, hast du in der nächsten Zeit Reisen geplant, wenn jemand direkt, also live zu den Fernblatt-Bibliotheken mitfahren möchte? Aber ich möchte gern auch wissen, wie das ist, wenn jemand jetzt mit dir Kontakt aufnehmen möchte und eine Lesung online haben wollte. Ja, also grundsätzlich erstmal mit dem weiteren Treffen oder weiteren Interview gern. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, was es für Reaktionen, was es für Kommentare hier auf das Video gibt. Da gibt es bestimmt eine Menge Fragen. Und dann können wir da gerne mal einen weiteren Termin machen, wo wir einfach auch diese ganzen Fragen mit beantworten. Also, liebe Zuschauer, wenn euch da irgendwas interessiert, Ganz wenn ihr mehr genau. Informationen habt, schreibt es einfach in die Kommentare, ne, schreibt es einfach rein, und wir werden dann sehen, wie wir das Ganze beantworten. Gibt es auf jeden Fall nochmal ein weiteres Treffen hier online, kein Problem. Jetzt mit den Reisen, ja, wir haben im Sommer
Reisen nach Bali geplant und es gibt dann im Herbst auch Reisen nach Indien. Eine sehr schöne Reise auch zu den Tempeln der neuen Planeten, aber natürlich auch zu den Palmblatt-Bibliotheken. Termine für dieses Jahr, was die Reisen anbetrifft, also nicht nur nach Indien und Bali, sondern auch die anderen Termine, stehen alle schon auf der Website, die sind alle online. Die Beschreibung der Website, also den Link packen wir einfach mal in die Beschreibung unten hier vom Video mit hinein. Wer weitere Informationen haben möchte, egal ob jetzt zu den Online-Lesungen oder zu den einzelnen Reisen oder vielleicht auch einfach so ein bisschen Hintergrundwissen noch zu den Palmblatt-Bibliotheken, einfach das Kontaktformular von der Website nutzen, ne, oder an die E-Mail-Adresse, die dort beschrieben ist, einfach eine E-Mail schicken und dann gibt es die entsprechenden Informationen. Ne, das können wir ganz einfach lösen. Ja, super. Also nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, Thomas, dass du dir die Zeit genommen hast, da ausführlich uns über die Palmblatt-Bibliotheken zu informieren. Ich fand es genial, spannend, also super spannend. Und ich bin auf die Kommentare gespannt, aber auch auf die Fragen, die wirklich mit Sicherheit noch offen sind. Also ich hätte noch tausende Fragen, die ich hätte. Aber wie gesagt, das ufert ja dann in Stunden aus. Vielleicht kann man ja auch mal irgendwie so ein Live-Video oder sowas Ja, machen. Mal also gucken. das ist vielleicht auch eine Idee, dass wir praktisch den nächsten Beitrag dann, wenn es um die Fragen geht oder vielleicht auch noch Genau. andere Bibliotheken, wir haben jetzt ja den Fokus auf Indien gelegt, aber Ja. es gibt ja auch Bibliotheken, wie gesagt, in Burma oder in Bali, wenn es da weitere Fragen gibt, dass wir das halt eben vielleicht auch mal in einem Livestream machen. Das können wir auch machen, ne? Das ist Genau, genauso möglich, ja. das wäre doch mal interessant. Also, das habe ich jetzt so auch noch nicht so mit live. Also, ich selber habe es noch nicht mit live gemacht. Ich glaube, du kennst dich da vielleicht besser aus. Ansonsten kriegen wir das auch zusammen hin, Ja, klar, würde ich genau. sagen. Und ja, also, liebe Zuschauer und Zuhörer, ich sage ganz herzlichen Dank, dass ihr so lange euch Zeit genommen habt und dabei geblieben seid. Ich würde mich natürlich, oder wir beide würden uns, weil wir stellen es auf beide Kanäle natürlich zur Verfügung, wir beide würden uns über ein Abo freuen, über die Glocke, über Daumen nach oben, so viele wie ihr habt, und natürlich über Kommentare, die uns ganz wichtig sind. Weil davon leben auch unsere Interviews oder natürlich auch unsere Kanäle. Wir wollen ja wissen, wie habt ihr es überhaupt gefunden? Wie findet ihr die Diskussion oder wie findet ihr unsere Themen? Also, wie gesagt, schreibt es uns in die Kommentare und ganz herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal, sagt die Alex von Bewusstsein TV.